Und auch Carsten. Ah, ihr seid's. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Stefan ist auch schon da. So ist das. Herzlich willkommen in Hamburg-Eimsbüttel. Heute mal aus einer etwas anderen Location mit ganz satter Verspätung. Ich hoffe, ihr seid aber trotzdem alle treu geblieben. Und warum das eigentlich so ist, das werden wir gleich nochmal ein bisschen aufklären. Wir sind in einer etwas anderen Location, tut der Sache aber keinen Abbruch. Und das ganz Besondere ist, wir sind heute nicht nur der Virtual Sushi Bowl, sondern wir sind in Wirklichkeit der interkontinentale Sushi Bowl. Und deshalb werden wir heute natürlich auch über Innovationen in der Logistik reden. Aber zuallererst werden wir mal aufklären, warum wir hier eigentlich nur zu zweit stehen, und schalten mal ganz live nach einigen technischen Herausforderungen nach Indien, nach, ich glaube, Rishikesh. Ja, moin zusammen. Carsten, erzähl doch mal ganz kurz, warum du eigentlich nicht hier sein kannst, gerade oder gerade nicht hier bist, sondern in Indien und live dazugeschaltet bei deinem eigenen Sushi Bowl. Ja, das ist eine lange Geschichte. Das Land Indien wollte mich nicht loslassen. Das heißt, ich bin noch da und hatte versucht, am Montag zu fliegen. Aber ich glaube, die Geschichte ist einfach zu lang, um sie hier zu erzählen. Aber ich habe euch ein schönes Video vorbereitet und nach vielen Herausforderungen sind wir jetzt irgendwie auch online alle. Und insofern kann es jetzt ja auch losgehen. Sehr gut. Also ganz besonders der Erfinder des Virtual Sushi Bowl heute mal nicht dabei. Ich habe beim letzten Mal ja versprochen, dass wir eigentlich dieses Mal alle dabei sein wollen, alle in Präsenz. Aber es hat auch diesmal leider nicht geklappt. Das macht aber nichts. Wir stellen uns noch mal ganz kurz vor. Der Andreas fängt kurz an. Genau. Mein Name ist Andreas Franke, einer der beiden Eigentümer der GCS Consulting GmbH, einer mittelständischen Beratung für Unternehmen, für Konsumgüter im weitesten Sinne, und wir beraten in den Bereichen Digitalisierung und Supply Chain, und ich freue mich, wieder dabei zu sein, heute über Logistik zu sprechen. Ja, mein Name ist Stefan Meyer, habe zwei verschiedene Firmen, einmal die Stefan Meyer Management Consulting, bin Experte für Vertragsverhandlungen und Konfliktmanagement in der Logistik, in der Kontraktlogistik, und habe noch mit einem sehr, sehr guten Freund zusammen das Logiweiser Institute in München. Und damit kommen wir erstmal zu ganz spannenden Gästen, die wir haben.
Genau. Ich habe das Vergnügen, unseren ersten Gast oder besser gesagt unsere erste Gästin vorzustellen. Als visionäre Unternehmerin und gefragte Speakerin für Events und Konferenzen auf dem ganzen Erdball verteilt, hat sie heute zu unserem Thema Innovation in der Logistik ganz sicher was zu sagen. Sie hat direkt zum Ende ihres Studiums den Weg in die Logistik gefunden, hat in dem Bereich Psychologie, Kommunikation und internationale Politik studiert, bevor sie dann bei der Deutsche Post DHL angefangen hat, hat in verschiedenen Bereichen dort gearbeitet, im Bereich Business Development und Corporate Strategy, sowohl in Deutschland als auch in Asien, bevor sie 2016 dann als Gründerin gemeinsam mit ihrem Partner das Unternehmen Parcel Perform gegründet hat. Und seitdem ist sie erfolgreiche Unternehmerin, unter anderem auch Beirätin in der Bundesvereinigung für Logistik. Ich freue mich, Sie willkommen zu heißen und dass du heute da bist, Dana. Dana von der Heide. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo, Dana. Kommst du uns? Da zu sein, sehr gerne. Und wir gucken mal auf den zweiten Gast, der uns zum Thema Innovation in der Logistik heute unterstützt. Er ist eigentlich so der Prototyp des deutschen Ingenieurs, habe ich mir aufgeschrieben. Er ist nämlich mit Auszeichnungen und Patenten ausreichend bewaffnet und hat schon Stationen beim Who is Who der deutschen Industrie erledigt. Unter anderem hat er im Studium schon Praktika absolviert bei Bosch, Siemens, und ist für seine Masterarbeit zu Schott gegangen, also alles Traditionsunternehmen, und hat danach dann 22 Jahre bei BMW verbracht. Dort hat er unter anderem die Logistik-Innovationsabteilung aufgebaut und das unternehmenseigene Start-up iDealWorks. In 2019 hat dann BMW mit dem Projekt Logistics Next auch den Deutschen Logistikpreis gewonnen. Das werden vielleicht einige noch wissen. Das scheint ihm dann aber so viel Auftrieb gegeben zu haben und so viel Selbstbewusstsein, dass er 2020 noch seine eigene Lean- und Innovationsberatung i2Market gegründet hat in München, hat sich damit selbstständig gemacht und obendrauf, weil das offenbar immer noch zu langweilig war, 2021 das Startup Neues Technology gegründet. Dazu werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen kommen, was das ist. Stichwort ist mit Sicherheit bekannt unter Nano Warehouses. Ich glaube, die meisten haben diese Technik schon mal auf den einschlägigen Messen und Konferenzen sehen können. Also Ware zum Mann-Prinzip. Deshalb ist er, glaube ich, in jeder Hinsicht ein Fachmann für Innovation in der Logistik. Herzlich willkommen, Marco Prügelmeier. Hallo zusammen. Hallo Marco. Gut, dich da zu haben, Marco. Komm zu uns. Wir drei setzen uns schon mal hin und überlassen Andreas ganz kurz das Feld. Genau. Sehr gerne. Wir wollen über Innovation in der Logistik heute diskutieren, gemeinsam in der Runde. Bevor wir das tun, schauen wir aber mal, was für Innovationen wir im Sushi-Bereich heute haben und begrüßen wie immer dabei Boris als unseren Sushi-Chef. Boris, erzähl doch mal, was sind die Sachen, die du heute für uns vorbereiten möchtest? Das Thema ist heute wieder, dass wir regionales Sushi machen, nachhaltig. Ne? Also alles Zutaten bis auf Alge und Reis sind alles Zutaten, die wirklich aus der Umgebung hier kommen. Was genau ich mache, weiß ich noch nicht. Ich habe alles eingekauft und jetzt so im Laufe des Abends wird sich rauskristallisieren, was wir damit machen. Okay, das heißt, du wirst uns überraschen und bedeutet also, wir kommen zwischendrin mal vorbei und schauen mal, was bis dato draus geworden ist. Ja? Sehr gerne. Okay. Dann lass uns in die Diskussion einsteigen. Über Innovationen beim Kochen werden wir bei der nächsten Veranstaltung sprechen, haben Boris und ich schon vereinbart, aber heute geht es erstmal um Innovation in der Logistik. Also deshalb freuen wir uns erstmal super, dass ihr dabei seid, weil ihr seid, glaube ich, ausgewiesene Experten. Wir haben auch festgestellt, dass ihr euch ja schon gut kennt, also von daher seid ihr schon ein bisschen eingeübt. Das ist übrigens tatsächlich sehr lustig, weil wir bei der Gästeauswahl dieses Jahr gar nicht wussten, dass die beiden sich kennen. Das hat sich dann quasi für uns erst nach dem Erstkontakt herausgestellt. Also ganz lieben Dank, dass ihr gekommen seid. Es gab ja auch Herausforderungen bei der Anreise. Von daher bin ich sehr froh, dass ihr da seid und wir Carsten zuschalten konnten. Wir wollen in dem ersten Slot so ein bisschen darüber sprechen, was macht eigentlich Innovationen aus? Und sind Innovationen in der Logistik eigentlich immer technischer Natur oder kennen wir eigentlich auch Innovationen, die eben nicht technisch sind? Damit würde ich auch mal einsteigen mit der Frage, was habt ihr als letztes irgendwo gesehen auf der Welt? Ich weiß, ihr seid beide ja auch international gut vernetzt. Was euch richtig begeistert hat? Etwas, wo ihr in der Logistik gesagt habt, das ist tatsächlich für mich eine herausragende Innovation.
Marco, starte gerne. Also was ich gesehen habe, das war tatsächlich gestern, als ich hergefahren bin mit dem Zug aus München hier. Und momentan ganz stark im Trend ist ja das Thema humanoide Roboter. Ja? Also das sieht man ja überall. Und ich habe das letzte Video gesehen, das gestern oder vorgestern rauskam, von Figure. Das ist ja auch die Firma, mit der BMW in die humanoiden Roboter einsteigen will in der Industrie. Und das war gekoppelt mit ChatGPT letztendlich. Ja? Und der Roboter hat dann einen Wust an Themen, ein paar Teller, ein paar Gläser und dazwischen lag ein Apfel. Ja? Mhm. Und der Mitarbeiter offensichtlich von Figure hat dann einfach gefragt, gib mir was zu essen. Ja? Mhm. Und er hatte eine große Auswahl, aber er hat ihm natürlich den Apfel gegeben, weil er verstanden hat, aus dem Kontext mit ChatGPT, ah ja, das ist das Einzige, was man essen kann hier, also gebe ich ihm das. Ja. Okay. Und dann ging es noch ein bisschen weiter, also man sieht so, was da jetzt gerade passiert in dem Zusammenspiel Robotik mit AI sozusagen. Ja. In der Hoffnung, dass wir das auch in der Logistik sehen irgendwann. Ja, genau, der gibt dann die KLTs raus. Ja? Okay. Wir gucken mal. Dana, hat dich irgendwas in letzter Zeit begeistert? Ich weiß, du bist ja jetzt gerade erst aus dem Ausland gekommen. Ja, genau. Ich war auf einer Konferenz, da konnte der Roboter sogar die Bierflaschen öffnen. Das fand ich auch ganz cool, aber vielleicht nicht ganz so innovativ für die Logistik. Ich finde die Themen immer am spannendsten, die tatsächlich auch zum Endkunden hin gut funktionieren. Und ich glaube, alles, was die Logistik aus Endkundensicht irgendwie einfacher macht und dann sozusagen durch AI unterstützt wird, um das auch sozusagen die Delivery intern effizienter zu machen, finde ich spannend. Gerade den Bereich sozusagen die Komplexität von Logistikprozessen einfach an den Endkonsumenten ranzutragen. Und ich glaube, einer der großen Bereiche ist, dass wir endlich den Leuten sagen, wann ihr Paket ankommt. Und zwar sehr zeitgenau, damit wir nicht alle immer noch zu Hause warten auf den guten Postboten. Ich glaube, das klingt nach keiner großen Innovation, aber eine Innovation, die einfach für uns alle als Empfänger und Privatleute einen riesen Unterschied machen wird. Und was, dass ich mich freue, dass wir das jetzt immer mehr sehen. Ich habe so ein bisschen für mich in der Vorbereitung festgestellt, und das sehe ich durchaus auch in meinem beruflichen Leben, dass ich es für so ein gewisses deutsches Phänomen halte, als Unterstellung, als bösartige Unterstellung, dass, wenn wir in Deutschland über Innovation reden, eigentlich alle immer Technik im Kopf haben. Würdet ihr das mitgehen oder ist das eigentlich nur meine Fehlwahrnehmung? Du bist natürlich im Technikbereich unterwegs, von daher bist du total befangen. Vielleicht fangen wir einfach mit Dana an. Ja gut, auch für mich schwer zu sagen, weil ich so wenig in Deutschland unterwegs bin. Ihr habt es ja mitbekommen, wir haben in Singapur gegründet, auch viel Business in den USA, aber natürlich hier auch in Europa. Ich sehe halt ganz viel Innovation im Bereich Software. Also vielleicht gar nicht tatsächlich Hardware, sondern wirklich Software. Und das wird auf internationalem Parkett enorm vorangetrieben, gerade durch die neuesten Applikationen, durch neue Data Warehouses, durch den Fokus auf Daten, der immer größer wird. Ich war jetzt gerade in Las Vegas zur Manifest-Konferenz mit allen Ausstellern im Bereich Logistik. Da war recht wenig Hardware und ich würde mal wagen zu sagen, 80-90% aller Startups oder auch etablierten Firmen, die dort ausgestellt haben, waren tatsächlich Software-Companies. Nimmst du das auch so wahr, Marco? Mit der Software-Zentrizität? Genau, ja. Ja, natürlich. Also Software ist natürlich immer ein Teil davon, fast egal, welche Innovation man heute sieht heutzutage. Es gibt natürlich auch Hardware. Ja, wir haben ja auch noch einen Teil Hardware mit dabei, bei Neues Technologies mit den Robotern. Ich glaube schon, dass auch ein Reiz darin liegt, das zu kombinieren, ja, Software und Hardware. Für mich sind es aber immer drei Dinge, was so eine Innovation eigentlich charakterisiert. Ja. Für mich ist es immer, es muss umgesetzt sein, weil ansonsten ist es für mich eine Idee. Ja. Also Ideen sind auch gut, aber es ist noch keine Innovation. Das Zweite ist, es muss neu sein, zumindest, ich sage mal, in dem Anwendungsfeld, in dem es eine Rolle spielen soll. Ja. Ich habe nichts gegen eine Übertragung und Sachen aus einem ganz anderen Kontext zu übertragen, das finde ich sogar sehr interessant und das sind ja auch Innovationen. Wenn wir zum Beispiel daran denken, die Klettverschlüsse, wie die entstanden sind. Ja, da ist einer mit seinem Hund spazieren gegangen und dann hat er die Kletten da dran gehabt und hat einen Klettverschluss erfunden sozusagen. Also das ist durchaus eine Innovation, so eine Übertragung.
aber es muss neu sein in diesem Kontext. Und das Dritte ist tatsächlich, es muss irgendwo eine Wirksamkeit haben. Mhm. Ja? Und diese Wirksamkeit für mich, kann man aber gern diskutieren, die muss schon, also die darf nicht nur 2% besser sein, sondern die muss ein Sprung sein. Ja? Und die drei Frage, was war bei Neues eigentlich die größte Herausforderung, die Hardware oder die Software? Ich würde sagen, das kann man gar nicht eindeutig sagen. Am Anfang ist es die Hardware, ja, weil wir haben die Roboter von null, von Scratch sozusagen entwickelt. Und da ist natürlich am Anfang sehr viel liegt da, bis du mal die Roboter so weit hast, dass die wirklich zuverlässig fahren und so weiter. Wir haben ja sehr stark auf das Thema, ich sag mal, Low-Cost gesetzt, weil wir ja einen Bereich automatisieren wollen, den bisher noch keiner automatisieren konnte wirtschaftlich. Und das ist dann auch nochmal eine Herausforderung in der Hardware, wie man sich vorstellen kann. Aber letztendlich die Intelligenz, wie die Roboter fahren in dem ganzen Regalsystem, das ist natürlich Software und die entwickelt sich natürlich ständig weiter. Mhm. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, es ist immer das eine oder die andere die Hauptherausforderung. Mhm. Wir haben jetzt mit euch ja ein super Setup eigentlich, weil ihr ja beide Gründer seid. Also ihr habt euch ja irgendwann nach der Corporate-Karriere, ja, du warst ja lange bei DHL, du warst lange bei BMW, also bin ich bei großen Firmen, entschieden, eigene Wege zu gehen, was ich gut nachvollziehen kann. Ich will mit euch mal ein bisschen beleuchten, was treibt eigentlich Innovation? Also etwas vereinfacht gesagt, ist es marktgetrieben? Also sieht man da als Gründer, sehen Gründer einen Bedarf, eine Nachfrage und überlegen sich eine Innovation, wie man diese Nachfrage bedienen kann, diesen Bedarf bedienen kann? Oder würdet ihr eher sagen, das ist natürlich eine bösartige Unterstellung von mir, da wird was erfunden, was einen als Gründer natürlich auch selber begeistert und man versucht, den Bedarf und die Nachfrage zu schaffen, indem man es einfach eher in den Markt pusht. Würdet ihr sagen, da gibt es ein Bild, dass das eine oder das andere häufiger vorkommt und natürlich auch verbunden die Frage, wie ist das eigentlich bei euch gewesen? Ja, gute Frage. Ich würde ehrlich gesagt ganz urteilsfrei sagen, ist doch eigentlich egal, solange Innovation bei rauskommt. Also ich glaube, es gibt natürlich viele Gründer, die sozusagen sagen, hey, ich will unbedingt Gründerin sein und dann nach dem Problem suchen. Was ich ganz fair finde, weil gerade zu dem, was du auch gesagt hast, ja, also oft ist sozusagen die Übertragung von einem Bereich der Expertise auf eine neue Industrie das, was tatsächlich Innovation fördert. Und wenn wir jetzt Gründer sehen, die aus einem anderen Bereich kommen und sozusagen sagen, hey, wir gucken mal, ob sich das auch anwenden lässt woanders und da sozusagen mal das Problem suchen, weil sie es vielleicht selbst nicht erfahren haben, dann kann das ein ganz toller Innovationstreiber sein. Für mich persönlich, auch für meinen Mitgründer, war das jetzt nicht der Ansatz, sondern wir waren tatsächlich in der Industrie, in der Logistik und ich fand die größte Motivation für mich zu gründen und man geht ja natürlich mit dem Schritt von Corporate in die Gründung auch ein gewisses Risiko ein. Für mich war wichtig zu sagen, hey, das muss irgendwie einen Markt geben dafür und es muss einen Bedarf geben, gerade auf Kundenseite und das war das, was uns motiviert hat. Wir haben damals bei DHL gearbeitet und haben halt gesehen, hey, so ein großes Corporate-Unternehmen kann halt nicht mit der Geschwindigkeit agieren, so schnell auch technologiegetrieben Lösungen entwickeln, die der Kunde eigentlich jetzt schon braucht. Wir haben tatsächlich auch innerhalb von DHL erstmal gesagt, hey, wollen wir das nicht lösen als Firma, aber haben dann schnell gemerkt, okay, manchmal braucht es halt die externe Perspektive, den Speed, vielleicht auch eine ganz andere Kultur, um das voranzutreiben. Und so waren wir mit der Expertise in der Industrie, aber dem Bedarf im Markt. Das war dann für uns sozusagen der Punkt, wo wir gesagt haben, los geht's, wir müssen das probieren. Cool, also die Überzeugung von der Idee und dann mal gucken, ist der Bedarf wirklich da, den man antizipiert. Ja, genau. Wobei wir tatsächlich auch erst gegründet haben, als wir tatsächlich auch wirklich Kunden in Aussicht hatten. Von daher waren wir schon einen Schritt weiter. Okay. Kennt ihr den berühmten Ausspruch von dem Erfinder der Laser in den 60er Jahren? Leider nein. Dann darf ich es euch ja erzählen. Also in den 60er Jahren erfindet den Laser und einer seiner hat ein Zeitungsinterview, ich weiß nicht mehr, ich glaube in der New York Times damals gegeben. Und einer seiner großen Aussprüche, der hängen geblieben war, the laser, technology seeking for a use case. Ja, also da war es genau so, ja, da gab es eine Technologie. Und wenn man sich heute vorstellt, wo überall spielen Laser eine Rolle, dann ist es, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber
Oftmals war es so. Ein zweites schönes Beispiel ist übrigens der Post-it-Erfinder, ja? Der 10 Jahre lang bei 3M seine Vorträge gehalten hat. Es war ja ein NASA-Ingenieur, also der sollte für die NASA einen Klebstoff entwickeln und hat was entwickelt, was eigentlich wieder abziehbar war, was jetzt nicht so als Klebstoff getaugt hat. Ja? Und hat dann interne Vorträge gehalten, ja, ich habe hier was, was man wieder abziehen kann, Klebstoff, kann man das irgendwo gebrauchen, ja, 10 Jahre lang. Und irgendwann ist ein Kollege, der im Kirchenchor gesungen hat, der hat gesagt, ja, mir fallen immer die Zettel aus dem Gesangsbuch raus, dafür könnte ich es doch gebrauchen. Und so ist Post-it entstanden. Ja? Wieder was gelernt. Also und ich würde sagen, es gibt beides, okay. Ganz klar. Ja? Also es gibt Technologien. Wo aber ich höre daraus, eigentlich würdet ihr auch sagen, ein guter Anteil ist auch immer Zufall, welche Idee sich dann tatsächlich durchsetzt oder wirklich eine Marktreife bekommt. Ja. Das ist immer Zufall beim Gründen. Ja? Also, du brauchst das ist hoffentlich einfach, auch viel anderes also, ich meine, dabei. Ja, aber ich meine, diesen Zeitraum muss man sich mal vorstellen, 10 Jahre, also musst du erstmal überbrücken, bis du da zur Anwendung kommst, mhm. Ja? Auch in so einer Firma wie 3M. Und ja, es ist Zufall, wie schnell geht das? Und ja, hast du sofort die Use Cases, wie schnell switcht der Markt um? Mhm. Also wir haben es im Innovation Lab bei BMW haben wir immer von beiden Seiten geschaut. Ja? Hier ist eine neue Technologie, wo haben wir in der Logistik ein Einsatzfeld dazu? Und das andere war, der andere Viewpoint war, hier haben wir Probleme ganz konkret in den Werken, was können wir tun? Wie können wir es lösen? Mhm. Mhm. Und beides funktioniert. Also das ist unbestritten, klar. Ja. Also ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, wie sehr kannst du das konzeptionell strategisch planen, also von einem Problem quasi in die Analyse zu gehen, mal zu gucken, welche Handlungsalternativen habe ich und daraus eine technische oder nicht technische Idee zu entwickeln. Ich glaube, es gibt Firmen, die machen das so. Ich würde mal schätzen, so ein BMW macht das vielleicht so oder vielleicht ist das auch nur meine Hoffnung. Ich nehme auch eine DHL immer als sehr strategisch getrieben wahr und ich glaube, es gibt eine ganz andere Sphäre, wo Leute sehr gut mit Opportunismus arbeiten. Das heißt, ausprobieren, Ideen generieren und dann so ein gewisses Gespür dafür haben, welche vielleicht verfängt, vielleicht auch einfach viel probieren und gucken, was dann zur Marktreife kommt und was eben auch nicht. Wie guckt ihr da drauf? Ist es einfach, also ich bin selber so ein bisschen hin und her gerissen, ob es nicht einfach überwiegend doch Opportunismus ist. So ein bisschen gucken und zur richtigen Zeit den Mut haben, mehr reinzugehen, eigenes Geld vielleicht zu investieren oder auch Fremdkapital, um etwas zur Marktreife zu bringen. Ich glaube, die wenigsten haben den Luxus zu warten, bis sich die Gelegenheit ergibt, ehrlicherweise. Also wenn es wirklich Opportunismus wäre und zu sagen, hey, jetzt habe ich jetzt, warte ich mal, jetzt schreite ich da rein. Ich glaube, so funktioniert das Leben von vielen Gründern einfach nicht. Mhm. Ich glaube, es ist schon ein strukturierterer Prozess, würde ich sagen. Ich glaube dann, wenn es richtig spannend wird, ist, wenn sich sozusagen beides trifft. Und das ist natürlich für Gründer immer super, eine super Gelegenheit. Es gibt sehr viele, die sagen, hey, ich will gründen. Vielleicht habe ich auch vorher schon mal gegründet. Da gibt es super viele Accelerator, die sozusagen Firmen und potenzielle Gründer zusammenführen und sagen, hey, wir haben ein Problem, das wir gerne lösen wollen, aber vielleicht nicht das, was es braucht für Innovationen, um es zu treiben, die Kultur, das Team, die Struktur, die Strategie dazu. Und dann kommen beides zusammen und daraus können natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen entstehen. Ich glaube, bei den meisten Gründern, die quasi damit wirklich starten, ist hoffentlich erstmal die Idee da, die sie dann durchpushen. Und man sieht es ja leider, nicht alle Startups funktionieren, die wenigsten schaffen es. Und das liegt eben auch oft nicht an der schlechten Idee, sondern einfach nur daran, dass der Markt nicht bereit war. Mhm. Und wenn wir uns Tesla angucken, die haben ja Elektroautos nicht erfunden. Ja? Die waren einfach zur richtigen Zeit da. Wenn wir uns Amazon angucken, die haben nicht den Onlinehandel erfunden. Mhm. Aber die waren einfach zur richtigen Zeit da. Von daher ist es wahrscheinlich eine Kombination. Habt ihr eine Meinung dazu? Ja, ob man kann ich kurz einmal aber einsteigen? Natürlich. Gerne, Carsten. Indians Calling. Indian Calling. Perfekt. Dana, du hast gerade gesagt, die großen Konzerne tun sich teilweise schwer, haben vielleicht nicht immer die richtige Geschwindigkeit im Vergleich zu Startups. Ich habe in der Vorbereitung eine Studie gelesen vom BVL, wo rauskam, dass 65% der Unternehmen überhaupt keinen strukturierten Prozess für eine Produktentwicklung, also für Innovation haben. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Problem, glaube ich. Ja. Habt ihr das auch so erfahren? Habt ihr das in Projekten erlebt?
Ja, super spannende Frage. Also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was gehört dann eigentlich zur Innovation, sind es, glaube ich, so ein bisschen vier Sachen. A, muss es irgendwie die Strategie dafür geben. Ja, es muss strategisch da reinpassen. Und wie du auch sagst, die Firma muss ready dafür sein, gerade wenn es ein Corporate ist. Es muss eine Struktur geben, in der es funktionieren kann, weil sind wir mal ganz ehrlich, viele Corporates, die selbst Zeit haben und einen strukturierten Prozess, haben so alte Strukturen, dass Innovation nicht funktionieren kann. Riesenproblem. Ja. Das Thema Fähigkeiten ist ja super, wenn man Corporate Innovation vorantreiben will, aber wenn es niemanden gibt, der sozusagen den Mindset hat, den Opportunismus, die Fähigkeiten vielleicht auch auf Tech-Seite, um das voranzutreiben, wird es auch richtig schwierig. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt und der wird halt oft übersehen, aber ich glaube, der ist ausschlaggebend, ist die Frage der Kultur. Ich glaube, ganz viel im Erfolg von Startups, ich weiß nicht, wie es dir da geht, hängt eben auch davon ab, dass sozusagen die Kultur rundherum funktioniert, dass man den Mut hat, dass man die Opportunität hat, dass sozusagen das Team so funktionieren kann. Und was ich bei Corporates sehe, ist, egal wie strukturiert der Prozess vielleicht manchmal ist und wie sehr das in die Strategie passt und vielleicht hat man auch die Fähigkeiten, weil man der Experte in diesem Gebiet ist und eigentlich alle Leute hat, es scheitert vielleicht auch sehr oft dann am Thema Kultur, meiner Meinung nach. Das würde ja aber theoretisch doch heißen, dass wir jetzt vielleicht mehr Raum für Innovation kriegen, weil aus meiner Wahrnehmung gibt es ja eine gewisse Transformation in den Unternehmen hin zu einer größeren Offenheit, auch zu einer Fehlerkultur. Also Dinge auszuprobieren, Dinge zu pilotieren, auch mal Fehler zu machen und sich einzugestehen, okay, wir haben 10 Sachen ausprobiert, 2 haben funktioniert, 8 waren einfach nichts. Das müsste eigentlich eine gute Botschaft sein, oder? Wenn es nicht nur ein Poster an der Wand ist. Dass wir innovativ sind und kulturell eine gute Fehlerkultur haben. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist für Innovationen, manchmal auch in Ruhe gelassen zu werden. Und ich glaube, da, wo es funktioniert, werden die Firmen ausgegründet, sind vielleicht sogar zum Teil auf einem anderen Campus. Ist ein super Ansatz zu sagen, hey, das funktioniert auch so. Da, wo ich es miterlebe, funktioniert es oft dann, wenn es sozusagen eine gewisse Autarkie des Startups gibt, vielleicht auch nicht in den Legacy-IT-Systemen zu sein, weil am Ende scheitert es dann doch an diesem Umfeld, aber weiß nicht, wie ist deine Erfahrung da? Ja, also ich durfte ja so beides ein bisschen erleben. Ich habe ja die Innovation vorangetrieben im Corporate-Umfeld bei BMW und danach im eigenen Startup, dazwischen noch in einem Startup für BMW sozusagen mit Idealworks. Und ich glaube, dass beides funktioniert tatsächlich, das kann ich absolut bestätigen. Ich würde vielleicht ein bisschen widersprechen, dass das jetzt gerade eine gute Zeit ist, weil wenn die Kostenlage angespannt ist, natürlich kann man sich vorstellen, dass dann an vielen Stellen erstmal gekürzt wird und dann ist vielleicht auch im Corporate nicht unbedingt die Zeit ideal dafür. Ja. Aber es funktioniert, absolut. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Bis zu einem gewissen Punkt, muss man aber auch sagen. Ja. Und ganz wichtig, was du gesagt hattest, Dana, man braucht diese Offenheit in der Kultur und das Backing sozusagen im Konzern über mehrere, am besten über mehrere Hierarchiestufen. Ansonsten wird man da scheitern, ja, weil man wird immer gegen die Strömungen im eigenen Konzern ankämpfen und so. Wenn man da keinen Rückhalt hat, dann wird es nicht funktionieren. Man muss ja auch diese Phase der Einführung, wo es noch nicht gleich alles funktioniert, überstehen. Ja. Und die Industrialisierungsphase, die nicht ganz einfach ist. Aber das geht alles. Ich glaube, wo die Startups wirklich einen gravierenden, absoluten Vorteil haben, aus meiner Erfahrung heraus jetzt ist, eigentlich in der Phase, wo man dann auf den Markt geht, ja, und wo du müsstest sonst ja auch Leute finden, die aus dem Corporate-Umfeld, ich glaube, da entstehen sehr, sehr viele Ideen, aber wie machst du diesen Übergang von jetzt bist du irgendwie bei VW, bei BMW, bei DHL und jetzt sollst du ein Corporate-Startup weiter vorantreiben, ja? Da stellen sich viele Fragen für Leute, die einfach Schwierigkeiten bereiten. Aber ich finde, da haben wir die letzten Jahre ja viele Versuche erlebt, dass Corporates ein Lab irgendwo gründen, typischerweise in Berlin, ja, um bewusst das so ein bisschen aus dem Corporate Environment auch rauszunehmen. Funktioniert das noch oder ist das eigentlich schon wieder vorbei? Also aus meiner, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Fehlwahrnehmung habe, aber aus meiner Wahrnehmung ist das jetzt schon fast wieder ein bisschen vorbei, dass das alle mal probiert haben.
und vielleicht jetzt auch mit mehr Kostendruck das wieder in Frage gestellt wird? Ja gut, da muss man unterscheiden. Es gibt ja diese Labs, wo man am Puls der Zeit sein will, wo man im Silicon Valley sein will und in, ja vielleicht gerade momentan nicht, aber in Israel oder sonst irgendwo, ja, wo die Innovation gerade vorangeht und man möchte einfach möglichst nah dran sein. Ja? Das ist da das Bestreben und möglichst viel. Und jetzt muss man auch wieder unterscheiden, mache ich Innovationen für mein Kerngeschäft, ja? Also macht BMW Innovationen für Autos, für Motorräder. Ja? Oder was wir ja gemacht haben, Innovationen für die Logistik, ja? War ja, das war ja ein exotisches Feld. Ja? Das wird, normalerweise wird sowas ja ziemlich schnell abgedreht und dann sagen, nein, Fokus aufs Kerngeschäft. Ich fand das damals sehr, sehr klug, diese Entscheidung, das zu machen, weil BMW nun mal sehr früh erkannt hat, wo es hingehen kann mit AMRs, also mit Autonomous Mobile Robots, ja? Viel übertragen konnte aus der Entwicklung letztendlich auch und Erfahrung von autonomen Fahren und so weiter. Viel auch, wir haben viel mit Nvidia zusammengearbeitet. Ja. Und aus meiner Sicht eine super Entscheidung, da zu sagen, jetzt entwickeln wir selber was bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Dann haben wir es sogar noch geschafft, das Ganze als eine Firma aufzusetzen, als Idealworks. Und mittlerweile ist ja sogar ein anderer Investor mit eingestiegen. Und das Ganze ist durchaus aus meiner Sicht sehr erfolgreich aufgegangen. Mhm. Und das kann auch funktionieren, wenn es sozusagen nicht das Kerngeschäft ist. Ja? Im Kerngeschäft funktioniert es ja wieder ein bisschen anders. Ja? Also da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das kann funktionieren. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viele super Ideen in Corporates da sind, die ausgründfähig wären. Mhm. Nur jetzt find halt mal die Leute, die, die sagen, jetzt nehme ich diese Idee und gehe dann wirklich raus mit allen Risiken und breche die Zelte sozusagen erstmal ab, die Sicherheiten. Glaubst du, es ist wirklich so schwer, die Leute zu finden mit einer neuen Generation, die reinkommen? Weil das sehe ich noch nicht so ganz. Ich glaube, in der sozusagen, klar, wenn du ganz langjährige Mitarbeiter hast, aber wie viele junge Talente gibt es in Unternehmen, die sich mit bestehenden Strukturen schwer tun und die sozusagen darauf warten, da auch nochmal ausbrechen zu können? Also ich glaube, ob es wirklich daran mangelt, dass die Leute nicht bereit sind, den Schritt zu wagen, das habe ich jedenfalls in den letzten Jahren langsam nicht mehr wahrgenommen, weil da gibt es immer mehr, die das sozusagen vorantreiben. Einen anderen Aspekt, den ich vielleicht nochmal, um nochmal auf deine Frage einzugehen, ich glaube, warum sehen wir aktuell weniger Labs? In Berlin zum Beispiel, ich sehe das auch. Ist das so? Siehst du das auch so? Ja, ich sehe es auch. Ist auch meine Wahrnehmung. Ich glaube, dass ein Teil davon auch noch mal ein bisschen die Frage ist, wie treibe ich Innovation? Starte ich das sozusagen von null, der Greenfield Approach, oder ist es eher Brownfield Approach? Und wir leben gerade in einer Ökonomie, wo es zum Teil deutlich besser ist für ein Unternehmen, sich die Expertise einfach einzukaufen und zu sagen, hey, aktuell Mergers and Acquisition, es gibt für billiges Geld, Unternehmen, die eigentlich innovativ sind, die vielleicht auch sehr erfolgreich sind, denen aber entweder das Investitionssummen fehlen oder die Kunden. Und nochmal zu deinem Punkt vorhin, den großen Vorteil Startups haben, ja, die Dynamik, den großen Vorteil, die Corporates haben, der Zugang zu Kunden. Wie viele Startups scheitern daran, dass man das geilste Produkt gebaut hat, aber partout den Markt und nicht genug Kunden hat. Deswegen glaube ich, was viele Unternehmen jetzt machen, und ich verstehe es auch, ist zu sagen, hey, wir müssen jetzt nicht mehr den langen Zyklus abwarten und das Risiko, dass das Ding floppt, sondern wir können gerade relativ günstig im Markt Acquisitions machen von Unternehmen, die ein gutes Produkt entwickelt haben, die wir dann sozusagen von da aus pushen. Und ich glaube, das ist eins der Gründe, warum ich auch weniger Labs im Moment sehe. Aber ich habe schon rausgehört, ihr seid eigentlich Fans von die Idee eigentlich aus dieser vielleicht auch trägeren Corporate-Struktur rauslösen, damit man dann einfach Fahrt gewinnt und einen klaren Fokus hat auf dieses Geschäftsmodell, was sich da entwickelt. Ja, und ich glaube, dann ist das Frage Wirksamkeit. Also vielen Unternehmen geht halt der Atem aus in schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Du hast vorhin gesagt, ne, man muss relativ schnell beweisen können, dass sich das lohnt. Ist halt schwierig, wenn sowas auch mal 2-3 Jahre braucht, bis es profitabel wird, wenn überhaupt, ja. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich gucke gerade immer mal so zu Boris rüber. Ja. Er hat ja gesagt, er fängt erst mal an. Er hat auch schon was fertig. Ich würde vorschlagen, das hat schon gepiept zumindest. Ja. Ich würde vorschlagen, wir halten den Gedanken fest, dass wir gleich noch mal dran anknüpfen und sagen, wer treibt eigentlich Innovation? Da können wir sicherlich noch mal aufgreifen.
Und ich würde mal kurz zu Boris rübergehen, um mal zu schauen, was sehr da gerne schon zubereitet wurde. Ich frage in der Zeit mal, ob es Carsten gut geht. Der sitzt da so beeindruckend im Schneidersitz die ganze Zeit. Geht's dir noch gut, Carsten? Mir geht's hervorragend, danke. Okay. Also, es ist ja ein bisschen später hier. Ja. Insofern ist das schon anspruchsvoll, aber alles wunderbar. Wir halten dich wach, Carsten. Du wirst auch leider das leckere Sushi verpassen, Carsten, aber das ist jetzt natürlich nicht zu ändern. Ja, ich habe tatsächlich Sushi hier und ihr werdet euch wundern, wie es mir gelungen ist, in Indien Sushi zu finden. Ja. Dazu kommen wir später. Okay, das ist auch interessant. Okay, ja. Leckere Sushi. Boris, was haben wir bisher so zubereitet? Also wenn ich wir sage, meine ich du natürlich, weil ich könnte das sicherlich nicht so schön. Was ist das Feines? Jetzt ist Bärlauchzahn. Wir haben gerade eine Rolle mit Bärlauch und roten Ich und Büsumer Krabben. Dann habe ich hier eine gemacht, die ist mit geräucherten Aal, mit Apfel, Schnittlauch und Brunnenkresse. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine mit Schellfisch, so als Ceviche gemacht, und schwarzen Nüssen. Okay. Ja. Sind das alles eigene Ideen, eigene Kreationen? Ich habe die Sachen heute alle beim Einkaufen gesehen und habe sie alle mitgenommen, die schön aussahen. Und jetzt baue ich was draus zusammen. Also erstmal ist die Innovation Hauptsache bunt und wir müssen nachher feststellen, ob es auch gut schmeckt. Wenn das voll ist, müsst ihr alles aufessen. Für was ist denn der Bunsenbrenner, Boris? Den Bunsenbrenner nehme ich um später. Ich habe hier so ein paar. Fragst du das Neugier oder das Angst? Das war alles so ein bisschen. Ich habe ein paar Nigiris gemacht. Das Fleisch ist dry aged, das ist auch von hier. Und die flambiere ich euch später. Okay. So, dann könnt ihr die cool wegnaschen. Das ist gut. Schauen wir später nochmal drauf. Gut. Innovationen beim Sushi machen mit Bunsenbrenner. Mit Bunsenbrenner, ja genau. Und wir haben jetzt auch schon die erste Angst von Marco an der Stelle kennengelernt. Nämlich Angst vor dem Bunsenbrenner. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ihr beide Gründer seid, dass ihr gestartet seid mit einer Innovation. Und ich fand es auch ganz gut, Marco, was du gesagt hast. Zu einer Innovation gehört, dass sie irgendwie den Reifegrad einer Idee dann vielleicht mal überschreitet. Dana, vielleicht in deine Richtung. Ihr habt 2019, glaube ich, gegründet und angefangen. Du hast schon gesagt, es gab schon einen Anwendungsfall. Das heißt, ihr hattet schon die Idee, das zu tun. Wie lange hat es gedauert, bis es von der Idee zur Innovation gekommen ist? Und hat dann irgendwie einen langen Atem, eine lange Entwicklungszeit gebraucht, bis ihr dann wirklich so weit wart, dass man es auch reif hat und sagen kann, jetzt geht's los? Ja, gute Frage. Uns gibt es schon länger, als du denkst. Seit 2016. Also inzwischen schon fast 8 Jahre. Genau, vielleicht kurz, um das in Kontext zu setzen, was machen wir? Als wir gegründet haben, haben wir gesagt, wir wollen das Thema Sendungsverfolgung global standardisieren über alle, die Pakete verschicken. Hm. Und das heißt, dass wir aktuell über 1200 verschiedene Logistiker integriert haben und sozusagen alle Daten, die die uns zur Verfügung stellen, aggregieren, egal in welcher Sprache, egal in welcher Zeitzone. Das Problem mit dieser Idee ist, dass egal mit wem wir arbeiten wollten, wir natürlich sicherstellen mussten, dass egal mit wem er verschickt, auch wenn es in China ist, wenn es in Brasilien ist, wenn es in Kanada ist oder irgendwo in der Türkei, dass wir die entsprechenden Logistiker integriert haben. Das heißt, um für uns zu starten, hat es eben erstmal den Entwicklungsaufwand gebraucht, um so viele Logistiker wie möglich zu integrieren und diese Daten zu standardisieren. Jetzt hat alleine DHL über 2 Millionen verschiedene Events. Jetzt müssen wir die erstmal auf 25.000 kriegen, um das so ein bisschen zu unifizieren und das dann in so 160, damit jeder damit arbeiten kann. Das heißt, lange Antwort kurz, wir haben auch eine Weile gebraucht, um sozusagen bereit zu sein. Wir haben aber natürlich den Benefit gehabt, dass wir wussten, wie das funktioniert aus unseren DHL-Zeiten. Okay. Also wie geht man mit diesen Daten um, wie kann man die potenziell standardisieren. Von daher waren es wahrscheinlich so 1 bis 1,5 Jahre, bevor wir von der PowerPoint-Präsentation, die wir erst hatten, die Idee, zu einem Produkt, das man tatsächlich nutzen konnte und den ersten Kunden kommen konnten. Okay. Und die Anwendungsfälle, von denen du gesprochen hast, also du hast gesagt, ihr hattet die ersten Kunden. Das heißt, es war dann, ich sag's mal, Kundenprojekt getrieben, was ja auch im Zweifel bedeutet, man hat jetzt wahrscheinlich nicht eine weltweite Bandbreite an anzubindenden Dienstleistern, sondern das ist wahrscheinlich dann sukzessiv auch gewachsen. Genau, also es gibt halt die Standards, die man brauchte, aber sonst machen wir auch bis heute Co-Entwicklung mit unseren Kunden. Langsam gehen uns die Logistiker aus, die wir integrieren können. Was gut ist, ja. Was ein gutes Zeichen ist. Aber genau, wir haben auch nach wie vor das Prinzip behalten, so ein bisschen vielleicht auch so ein Learning aus den Corporate-Zeiten.
eine Idee weiterzuentwickeln, weil wir denken, dass das gut sein könnte, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, sondern bevor wir was entwickeln, reden wir sehr aktiv mit unseren Kunden, sagen, hey, wir haben vor, das zu machen, oder besser, die Kunden kommen eben regelmäßig zu uns und sagen, wir wünschen, dafür gibt es eine Lösung, und dann setzen wir uns halt hin und sagen, eigentlich könnten wir das auch noch hinbekommen, und haben damit, und vielleicht sprechen wir da später auch nochmal drüber, sozusagen geschafft, das vertikal zu integrieren und möglichst viele verschiedene Services miteinander zu integrieren, was, glaube ich, wichtig ist für Startups, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja, okay, interessant. Vielleicht, Marco, wie war das bei dir, als du angefangen hast zu gründen und als es dann in Richtung neues Technologies ging, was war da die Motivation? War es, ich sag's mal ganz salopp, die Verliebtheit auch in bestimmte Technologien, die du ja schon ein paar Jahre begleitet hast? Oder war es auch so, dass du gesagt hast, ich habe schon sehr konkrete Anwendungsfälle im Kopf, vielleicht auch schon erste potenzielle Kunden, die irgendwo dahinter stehen? Ja, das war eigentlich ganz interessant, weil wir aus der Industrie ja kamen. Wir haben ja die Probleme der Werke gesehen in der Industrie. Wir haben gesehen, dass Lagerung immer näher ans Band wandert, ja, oder Automatisierung. Ja. Bei BMW gibt's ja auch Supermärkte, ja, die sind zwar nicht mit Äpfeln und Bananen, sondern halt mit Spiegelkappen und Türgriffen, die dann in Sets gepackt werden und sozusagen portioniert ans Band angeliefert werden. Und diese Sets müssen ja logistisch erstellt werden, und das nennt man sogar Supermarkt. Ja. Und diese Supermärkte, diese kleineren Supermärkte, die hätten wir natürlich auch gerne automatisiert damals. Ja? Aber es gab gar keine Technologie, die das konnte. Ja? Weil wenn du ein automatisiertes Lager anschaffst, dann bist du im Bereich von 1 Million. Ja? Da geht es mal los irgendwo mit den Investitionen. Und da kannst du nicht einen dezentralen Spiegelkappensupermarkt mit 200 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter automatisieren. Das geht einfach schlichtweg nicht. Ja. Das war so ein bisschen dieser Denkauslöser. Und dann, als wir gesagt haben, okay, da gibt es ja noch mehr Anwendungsfälle, nämlich im urbanen Bereich. Ja. Damals war natürlich das Thema Q-Commerce, ja, ihr erinnert euch, Quick-Commerce, ganz in. Ist natürlich jetzt auch immer noch da. Aber es ist schon ich sage mal, ein bisschen runterrasiert worden. Ja. Also aber auch an der Profitabilität. Richtig, genau. Meine, du natürlich in diese Kerbe. Genau, meine These war immer, du kannst nicht Milch und Joghurt kommissionieren mit menschlicher Arbeitskraft, das wirst du nie wirtschaftlich kriegen. Mhm. Ja. Andererseits kannst du auch nicht in einem dezentralen Bereich, in einem Gorillas-Laden oder einem Getir-Laden, der irgendwo in der City ist, nicht vor der City. Da wirst du keine Automatisierung hinkriegen. Ja? Mhm. Ja, wunderbar, dann haben wir doch zwei Anwendungsfälle. Das eine ist Industrie, das andere ist Q-Commerce. Q-Commerce ist dann leider weggebrochen, was auch dazu geführt hat, Hardware-Entwicklung, muss man auch sagen, das dauert natürlich nochmal einen Tacken länger. Dann ist es einfach schwierig geworden. Ja? Also als Putin die Ukraine überfallen hat, wurde es schwierig. Ja? Und als dann Silicon Valley Bank irgendwann pleite ging, wurde es nochmal einen Ticken schwieriger. Und spätestens mit Israel war dann, VC-mäßig, war dann schon echt Flaute angesagt, ich glaube im ganzen Markt, ja, bei allen Startups. Aber wenn du dann auch noch Hardware hattest, die noch quasi gerade in der Transition war, in die Kunden rein und zur Skalierungsfähigkeit, dann wird es halt sehr schwierig. Ja. Und jetzt haben wir Gott sei Dank einen super Partner gefunden mit der Knapp AG, die Automatisierung seit Jahrzehnten macht, aber in den großen Lagerbereichen, ja, und in einem Feld, nämlich in den Apotheken. Ja, und da sind wir eine ideale Ergänzung. Und von daher bin ich jetzt sehr, sehr zuversichtlich, und wir haben da eine gute Startposition, Restart-Position sozusagen. Kommen wir sicherlich später auch nochmal zu. Wir haben es natürlich von dir auch schon gehört und auch aus der Presse schon gehört. Aber im Grunde ist es so, was das Thema Innovation und was hat es bei euch getrieben, ist es schon so, dass du sagst, ja, wir haben ein Problem erkannt und haben gezielt dafür nach Lösungen geschaut. Und
Ideal ist natürlich, wenn man dann mehrere Anwendungsfälle findet, wo man halt auch die Dinge dann auch einsetzen kann. Ansonsten, wenn ich da nur kurz anknüpfen darf, ist Gründen schon echt schwierig. Also da bist du ja schon im Research-Bereich. Ja? Also, ich sag mal, der Erfinder des Lasers, ja klar, der hat den aus dem Research erfunden. Und dann kannst du dann einen Anwendungsfall irgendwie suchen danach. Aber das ist jetzt nicht das, wo du typischerweise aus dem Corporate rausgehen würdest und dann da irgendwie was gründen, ja, wenn du gar keinen Anwendungsfall irgendwo siehst. Ja. Außer du glaubst sehr stark an deine Idee. Ja. Okay. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich nenne es mal Try and Error und dass man vielleicht auch einen langen Atem braucht. Jetzt blickt ihr ja beide auf ein paar Jahre Gründertum und Unternehmertum zurück. Dana, hat es bei euch, ich sag's mal gerade vielleicht so in der Anfangsphase, auch Rückschläge gegeben, wo man so das Gefühl hatte, davon erholen wir uns vielleicht nicht? Also vielleicht auch Niederlagen im Bereich der Entwicklung, wo man wirklich sagen muss, das war hart? Ja, also ich sage immer, Gründen ist wie Achterbahnfahren. Es kann halt extrem geil sein und wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, am Anfang ist die Achterbahn sozusagen viel schneller, ja, und es geht immer viel schneller hoch und runter. Jetzt nach 8 Jahren stabilisiert sich das Ganze halt und es geht nicht mehr ganz so hoch und auch nicht mehr ganz so runter, sondern man ist so ein bisschen mehr comfortable damit. Wir hatten zum Glück, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir die Industrie ganz gut kannten und dass wir Co-Entwicklung mit Kunden machen. Wir hatten nie die Lage, wo wir gesagt haben, oh, wir haben MVP entwickelt und mussten das dann wegschmeißen, was immer mein Albtraum war, auch für die Teammotivation. Also wer was entwickelt und sagt, wir probieren das nur mal aus, wir wissen jetzt schon, das funktioniert nicht, war nie mein Stil, sondern zu sagen, hey, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das so, dass es auch wirklich funktionieren kann. Und so viel Commitment hatten wir dann auch. Und wir entwickeln sozusagen unser Produkt immer graduell weiter. Und da gab es ein paar Ideen, wenn wir sozusagen zu lange alleine im Kämmerchen saßen, wo der Kunde gesagt hat, naja, so groß ist der Need jetzt vielleicht nicht dafür. Und deswegen ist es enorm wichtig, glaube ich, möglichst schnell nach draußen zu gehen und für alle Gründer immer möglichst schnell sich Marktfeedback zu holen. Und da gibt es ja immer so ein bisschen das Problem, dass man sagt, ah, das ist aber noch nicht gut genug, das Produkt. das höre ich ganz viel. Egal, geh raus, erklär denen, dass das sozusagen erstmal der erste Wurf ist, dass man es noch besser machen kann, aber ganz schnell im Markt validieren. Und uns hat es enorm geholfen. Also der berühmte Pivot, habt ihr mal die Company ganz auf den Kopf gestellt und musstet was anderes machen? Der ist an uns vorbeigegangen. Heißt nicht, dass es immer einfach war. Finanzierungsrunden und Co. bleiben ein Abenteuer. Aber auf Produktentwicklungsseite konnten wir sozusagen graduell weiterentwickeln. Das hat mich interessiert. Ne? Also wirklich mal, haben wir auch mal was für die Tonne entwickelt, wo wir dann wirklich gesagt haben, das war jetzt echt schmerzvoll. Also von daher ist das, glaube ich, ein guter Hinweis, auch für alle, die vielleicht am Bildschirm irgendwann mal in die Situation kommen, irgendwo eine Idee zu finden, aus der sie eine Innovation machen wollen, dann halt auch wirklich zu sagen, es muss auch irgendwie losgehen. Ne? Also die 100%-Lösung, da neigen wir vielleicht ja dann, ich will nicht sagen als Deutsche, aber vielleicht sogar auch in Zentraleuropa immer so ein bisschen dazu, ich fange erst dann an, wenn es fertig ist. Ja. Ne? Aber das ist vielleicht dann zu spät. Wärst du denn, das habe ich so rausgehört, eigentlich Fan von Co-Creation, wirklich mit einem Kunden zusammen zu entwickeln? Selbst wenn das jetzt eine Entwicklung wäre, die dann vielleicht nicht dem ganzen Markt zur Verfügung steht oder die ihr nicht frei nutzen könnt. Also so eher so ein, es gibt hier Unternehmen, die nennen das Enterprise Lab, glaube ich, die Fraunhofer nennen das Enterprise Lab, habe ich irgendwie vor ein paar Tagen in einem Podcast, glaube ich, gehört. Ich glaube sogar mit eurem Kollegen Boris Felgendreher, by the way. Schöne Grüße an der Stelle. Genau, schöne Grüße an Boris Felgendreher. Ich habe so rausgehört, du wärst Fan von Co-Creation, damit man einfach das Commitment hat des Unternehmens, natürlich auch den echten Use Case und schneller vorankommt. Ja, aber ich hatte innerlich auch Markus' Reaktion gerade. Also was natürlich gar nicht geht, ist entwickeln exklusiv für einen speziellen Kunden und das dann nicht weiter nutzen können. Bitte alle Kunden, die das vorschlagen, damit macht ihr die Firma, mit der ihr zusammenarbeitet, kaputt. Und wenn ihr schon eure Zeit investiert und wollt, dass es das langfristig gibt, dann bitte niemanden dazu zwingen, dass sie das dann exklusiv nutzen können. Es sei denn, ihr kauft die und dann geht das vielleicht. Aber sonst würde ich immer sagen, also nur für so einen Single-Use-Case zu entwickeln, kann man kurzfristig mal machen, aber man darf da dann nicht stecken bleiben. Das heißt, bestenfalls hat man dann schon die berühmte Fokusgruppe an Kunden wenigstens und sagt, hey, wir wollen das jetzt machen, aber es muss natürlich für einen relativ breiten Fall am Anfang funktionieren. Die Spitzen-Use-Cases, das sind dann ganz andere Firmen, die gebaut werden, aber wir wollten eben auch ein Startup haben, mit dem wir skalieren, mit dem wir wachsen. Und wenn es zu spitz wird, dann wird es eben schwer, damit auch wirklich nachhaltig und international zu wachsen. Ja, verständlich.
Okay. Marco, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt im Grunde auch schon, ich sag's mal, für Probleme eigentlich nach Lösungen gesucht, aber jetzt hast du ja auch ein Team, ihr seid eine Company. Wie muss ich mir das eigentlich neues intern vorstellen? Mhm. Kommt es auch vor, dass ein Mitarbeiter, ein Kollege zu dir kommt und sagt, ich habe hier jetzt gerade eine Idee, wir könnten doch noch dieses oder jenes machen und dann rauft man sich vielleicht auch gemeinsam erstmal die Haare, um dann überhaupt erstmal abzuwägen, bringt uns das wirklich weiter oder nicht? Oder schickst du auch mal jemanden wieder weg und sagst, mhm, denk nochmal drüber nach, ist für mich noch nicht zu Ende gedacht. Wie funktioniert das praktisch? Ja, das war tatsächlich ein Lessons learned der letzten 3 Jahre, das wir jetzt sehr stark verändert haben. Das Thema ist nämlich, du musst als Startup einfach wahnsinnig fokussieren. Mhm. Und da haben wir manchmal zu sehr nach links und rechts geschaut, da waren wir zu... Nehme ich auf meine Kappe, ja. Ich bin nun mal so ein Innovator-Typ, ja. Am liebsten würde ich gleich 5 Sachen auf einmal machen, aber du musst dich da wirklich auf eins fokussieren und wie Dana sagt, dann einen Kunden sozusagen finden, der aber auch die skalierbar sind, ja, also nicht der eine Kunde, aber vielleicht, da gibt es mehr davon, ja, also deswegen... Andererseits, ich tue mir auch immer ein bisschen schwer, nur auf die Kunden zu hören, ja, also ich bringe mal das Beispiel. Hätten wir irgendwie 2006 oder irgendwann gesagt, wenn da irgendjemand kam mit dem iPhone, ja, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, wieso, hat keine Tasten, ja, so wie Steve Ballmer hat es ja so gesagt, genau. Ja, hat keine Tasten wie mein BlackBerry. Ja, und dem traue ich übrigens immer noch hinterher. Wo ist das Rädchen zum Scrollen? Ich habe nur als ganz kurzer Exkurs, ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich bei einem Kunden BlackBerries auf dem Tisch gesehen und war sofort wieder verliebt. Ich habe meinen auch noch. Super. Okay, egal. Auf jeden Fall wären wir da so weit gewesen als Kunden sozusagen. Ich will mal sagen, wahrscheinlich die absolute Mehrheit. Nein, von Apps hatten wir doch gar keine Ahnung. Da hätten wir gesagt, was sollen Apps? Ja? Von daher, ich glaube, die Kunden können eins dir sehr gut sagen, das sind ihre Probleme. Ja? Und da musst du noch genau hinhören natürlich auch, wer sagt das beim Kunden. Ja? Das ist ja nicht, der Kunde spricht ja nicht mit einer Sprache, ja, in einem Unternehmen. Ja? Je nachdem, wen du fragst, ist das Problem vielleicht auch ein bisschen anders gewichtet. Ja? Und deshalb musst du schon genau schauen, wo kannst du die Sachen rausfinden und bündeln, die du dann skalieren kannst. Ja? Und das ist, glaube ich, jetzt ein Thema, wo wir uns echt umgestellt haben. Und wo wir uns echt wirklich tatsächlich am Riemen reißen. Ideen gibt es immer viele, mhm, haben wir vorhin gesagt, Ideen gibt es wie Sand am Meer, aber umsetzen. Ja? Und ja. Das ist ganz klar ein Lessons learned. Ja? Und vielleicht nochmal ganz kurz dazu, ich glaube auch die Lessons learned bei uns ist, wie viel würdest du dafür bezahlen? Also klar, wie du sagst, ne, ja, alle haben Probleme, aber am Ende müssen Startups eben auch überleben oder jeder, der Innovation vorantreibt. Und wir stellen ganz gerne die Frage und sagen, und wenn wir das Problem lösen, wie viel ist es dir wert, um das einfach nochmal zu validieren? Um das Commitment zu haben. Ja, mhm, ja, genau. Also klar, vom einzelnen Kunden, wie viel ist es dir wert? Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, wen erreiche ich damit überhaupt noch? Ne? Also das, wenn ich nachher irgendwann sehr spitz unterwegs bin mit irgendeinem Thema, sprich nicht viele Anwendungsfälle habe, dann wird es halt schwierig. Ne? Carsten, du musst genau nochmal ansetzen. Wir sind hier so fokussiert, dass wir manchmal, du musst dich bemerkbar machen. Carsten, sieht so entspannt aus. Ich weiß das und ich war ja auch darauf vorbereitet. Nein, also für mich stellt sich immer die Frage, also es geht ja sehr viel um Effizienzsteigerung bei Innovationen, aber ich habe halt auch viel erlebt, dass dieser Business Case einfach nicht stark genug ist. Das, was du gerade gesagt hast, Dana, ich frage den Kunden, was bezahlst du mir dafür? Mhm. Jetzt mal stark vereinfacht, weil das brauche ich, um überhaupt erstmal einen richtigen Case zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass vielfach in diesem Prozessstadium der Innovation nicht genug und nicht präzise und nicht ehrlich gearbeitet wird. Könnt ihr das bestätigen? Ja, ich glaube schon. Also A ist man natürlich, gerade wenn man Innovator selbst ist, egal auf welcher Seite, ist man so begeistert, dass man halt auch sehr, sehr gerne mal reinspringt. Aber ich glaube trotzdem, dass man bei beiden Sachen eine Balance finden muss, weil wenn
wenn es immer sozusagen sofort market-ready wäre und es kommerzialisiert werden kann, dann würde es extrem viele Innovationen einfach überhaupt nicht geben. Und das ist wahrscheinlich auch, wir haben vorhin darüber geredet, was das Corporate-Problem ist. Das ist es halt, denen geht irgendwann der Atem aus. Wenn das nach 2 Jahren nicht profitabel ist, dann passt das halt nicht mehr auf deine P&L und dann musst du es halt wieder abschreiben. Wenn wir alle mal einen Street-Scooter von DHL denken, die das Ding wirklich ja, in den Händen hatten. Ich habe auch viele Sachen im Kopf. Und dann sozusagen wieder abgegeben haben. Und by the way, ganz witzig, der ursprüngliche Gründer davon hat es jetzt wieder zurückgekauft und macht es jetzt wieder weiter. Aber sozusagen die Balance zu finden, zu sagen, okay, wie viel bin ich ready zu investieren, dann, bis es wirtschaftlich profitabel oder haltbar oder wenigstens irgendwie gut ist. Und wann ist der Zeitpunkt, an dem ich sage, okay, I have to kill it now. Und das ist das große Problem von vielen Gründern, weil man natürlich sein ganzes Herzblut da reingesteckt hat. Welche Rolle spielen da aus eurer Sicht die VCs? Du musst das nochmal sagen, Carsten. Ja, sorry, Carsten. Nee, sorry, das ist immer so ein bisschen der Zeitversatz. Nein, ich wollte gerade noch ganz kurz abschließend dazu sagen, ich schaue die ganze Zeit auf eine Studie von einem kanadischen IT-Unternehmen im Logistik-Supply-Chain-Umfeld, die eine Analyse gemacht haben. Und da haben 87% angegeben, dass sie bei Innovationen mit Hindernissen konfrontiert sind. Und die 3 Top-Gründe, warum Hindernisse bestehen, sind Einstellung zu Risiken und Chancen, fehlende organisatorische Bereitschaft und nicht die richtige Ressource vorhanden. Also ich interpretiere das jetzt mal als nicht konsequent umgesetzt. Also das ist ja im Prinzip genau das, glaube ich, was wir da gerade besprechen. Schon, ja. Ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, welche Rolle spielen dabei die VCs? Ne? Die tragen dich natürlich, wenn du eine gute Finanzierungsrunde hinter dich gebracht hast, erstmal relativ weit und kompensieren ja letztendlich auch dieses vielleicht nicht so lange Durchhaltevermögen der Corporates. Ändert sich das Spiel gerade, weil die VCs natürlich jetzt gerade ihr seid tiefer im Thema als ich, seid für mich gefühlt seit vielleicht maximal 2 Jahren ganz anders drauf gucken? Ja, also ich glaube, nochmal an Carsten angeknüpft, das hast du ja eigentlich in 99% der Fälle, dass du eine ganz lange Durchstrecke erstmal durchleben musst. Ja? Wo gibt es denn eine Innovation, die du einführst und zack und am nächsten Tag hat die gleich einen riesen Business Case? Ja? Ich wage mal zu bezweifeln, dass da sehr viele davon gibt. Ja? Umso besser, wenn es sie gibt, dann sollte man sie natürlich heben, aber es ist nicht der Regelfall. Und wenn du den Regelfall hast, dann hast du eine gewisse Durchstrecke, die ist vielleicht tendenziell bei Software etwas kürzer als bei Hardware, ja, was auch noch dazu kommt. Aber dafür ist natürlich der VC-Weg ein sehr guter Weg. Ja? Und wenn die Vision da ist, ja, jetzt ist sie gerade da, weil bei dem, was ich vorhin erzählt habe, bei humanoiden Robotern, sind überall einsetzbar, in jedem Arbeitsplatz, wahnsinnig skalierbar, wenn das Ding mal fliegt, dann wird das durch die Decke gehen, ja, weltweit, überall. Ja. Aber das dauert halt. Klar. Also meine Prognose ist, die Zeiträume werden sich dann noch ein bisschen justieren hinten raus. Und genau dafür ist natürlich der VC-Weg sehr, sehr gut. Ja. Man kommt halt dann genau in diese Bredouille, wenn das Marktumfeld dann irgendwann nicht mehr so passt. Aber ich sehe es jetzt umgekehrt auch mal als Chance, weil jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, wo Corporates oder auch der Mittelstand eigentlich auf Einkaufstour gehen kann, ja, und sagen kann, hey, das passt doch genau zu meinem Geschäftsmodell, ja, oder ergänzt das wunderbar, ja, oder sowas. Ja, und kann dann sagen, jetzt ist der Zeitpunkt zuzuschlagen. Ja, ja. Und das ist eine Möglichkeit. Ja. Okay. Gut, das ist definitiv ja ein Thema, was auch zu Innovation gehört, nämlich wo kommt das Kapital her und wie kann man sich da auch irgendwie weiterentwickeln. Dana, du hast das ja auch eben angesprochen, es gab stressige Finanzierungsrunden. Wie war es denn vielleicht oder wie hat es denn angefangen eigentlich? Ihr habt jetzt heute namhafte Investoren dabei, seid sicherlich da sehr stabil unterwegs nach so vielen Jahren, aber ging es zu Anfang denn eigentlich schnell, sage ich mal, mit dem richtigen Pitch dann auch Investoren da in dem Bereich zu überzeugen oder vielleicht weil eure Idee so gut war ja auch,
War da schnell Überzeugung da, loszulegen? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage des Signaling als Gründer. Und mein Mitgründer und ich, wir kamen aus der sehr komfortablen Corporate-Welt, dass uns jeder zugetraut hat, dass wenn wir das nicht wirklich ernst meinen würden, wir den Schritt nicht gegangen wären. Das war, glaube ich, das erste wichtige Zeichen. Und wir waren all in. Jetzt haben wir auch noch in Singapur gegründet, das hieß gerade sozusagen finanziell nochmal ein höheres Risiko. Ja, ich konnte jetzt nicht einfach kurz mal bei meiner Mutter vorbeigehen und da wieder einziehen. Wir haben zum zweiten Punkt erstmal gebootstrapped. Ja? Also wir haben relativ viel von unserem eigenen Kapital in die Firma gepackt. Sogenannte Skin in the Game. Auch das war, glaube ich, sehr wichtig, wichtiges Signal an unsere Investoren, und sind da erstmal durch die ersten anderthalb Jahre mitgekommen und haben gesagt, wir sind so committed, dass wir 100% unserer Zeit und sozusagen alles, was wir kapitalmäßig geben konnten, darauf verwenden. Das hat geholfen. Dann haben wir eine Family and Friends Round gemacht, also keine institutionellen VCs, weil dafür war es einfach noch zu früh. Und haben dann eine Series A gemacht und jetzt, also eine Seed-Runde inzwischen und dann eine Series A und haben dann eben SoftBank Ventures und Cambridge Capital aus den USA reingeholt. Und natürlich ist es so, mit jeder Runde verändert sich die Dynamik auch in der Firma. Du hast gefragt, welche Rolle spielen VCs. Die halten dich natürlich sehr accountable und spätestens ab der Series A oder mit der nächsten Series B ist es dann schon auch gut sozusagen, da verliert man sich nicht so schnell in Ideen, die nicht so kommerzialisierbar sind. Das trainiert, ne? Das trainiert. Und das ist eben auch oft eine gute Sache und das ist eben auch oft die Rolle, die die Investoren spielen. Von daher, genau, sind wir da auch durch einen längeren Weg gegangen. Okay. Marco, du hast das ja auch gerade angedeutet. Du hast ja jetzt gerade sehr kürzlich eine sehr spannende Phase hinter dir. Passt vielleicht zum Thema, da wurde ja wahrscheinlich auch ein bisschen trainiert oder wurde jetzt wieder noch eine andere Spielart trainiert. Du hast das Unternehmen Neues jetzt an die Knapp-Gruppe verkauft, bist aber noch voll im Thema und wirst auch im Thema bleiben. Das heißt, ihr seid ein bisschen unter das Dach der Knapp AG geschlüpft. Ja. Hast eben auch schon gesagt, ihr ergänzt euch. Ist es jetzt so, dass du sagst, ich freue mich total, dass diese Entwicklung jetzt, dass ich die weiter vorantreiben kann und zudem halt auch noch Zugewinn sozusagen aus der Gruppe habe? Und dadurch, dass es jetzt ganz frisch ist, gibt es da auch schon, ich sag's mal, vielleicht erste Synergieeffekte, die sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten da irgendwie angebahnt haben? Also zunächst mal bin ich da jetzt als Co-Founder, zweiter Founder ist Aaron Cavani, der mit dabei ist und der auch dabei bleibt, wie auch das gesamte Team, das dabei bleibt. Also wir sind da alle sehr, sehr happy mit der Lösung. Weil wir die Möglichkeit haben, jetzt genau das beweisen zu können und zum Ziel bringen zu können, zur Skalierung bringen zu können. Wir sind jetzt, nächste Woche bin ich mit dem gesamten Team und mit einer Anlage auf der Logimat, also gerne herzlich jeder bei uns am Stand eingeladen. Gibt auch einen guten Kaffee dort. Mittwoch bin ich da. Ja, sehr gerne. Komm vorbei. Und wir sind jetzt bereit zu skalieren und da ist es natürlich super, auch so eine starke Marke jetzt im ersten Schritt erstmal hinter sich zu haben. Ja. Ja? Welche Synergien, da sprechen wir jetzt natürlich gerade schon drüber, wo gibt es Synergien? Ja? Knapp hat eigene Fertigung von Shuttle-Robotern und so weiter, also passt natürlich super. Also da gibt es definitiv Möglichkeiten, die wir jetzt gerade auch besprechen schon. Und ich glaube, dass wir da eine riesen Story draus drehen können. Ja? Für mich als Gründer und als ja so ein bisschen der Vater der Idee ist einfach das oberste Ziel, die Idee zum Erfolg bringen zu wollen. Ja? Klar blutet mir jetzt das Herz, dass die, wenn ich hier Dana höre mit VC-Pfad und USA und die nächsten steigen ein. Ja klar, hätte man auch machen können und gemacht natürlich. Hätte ich mir jetzt nicht verwehrt dagegen. Aber war bei uns in unserem Fall einfach nicht möglich. Wir haben es ja probiert. Ja. Und für mich ist jetzt das Wichtigste zu zeigen, vielleicht sogar doppelt zu zeigen, ja, das funktioniert. Ja. Und wir machen da einen Markt auf, den es bisher nicht gab, nämlich die Low-Cost-Automatisierung ab 70.000 Euro für Regalgänge, ja, die normalerweise, wo du die Mitarbeiter mit etlichen Laufwegen durchschickst, ja,
Und die Arbeitszeit, die ja immer kostbarer wird, hatten wir uns auch schon mal unterhalten, Thema Fachkräftemangel, verschwendest durch Regalgänge zu laufen. Ja, das ist mir heutzutage einfach nicht mehr einleuchtend und da wollen wir eine Lanze brechen dafür. Ja. So, jetzt ist aber der Verkaufsblock auch. Ja. Ja. Okay. Wir haben das verstanden, wir kommen alle auf der Losung vorbei. Ja. Ich hab ihn ja angetriggert. Also ja. Daher du hast doch gefragt. Links ja an mir. Also, ich rieche immer schon aus dem Hintergrund. Ich wollte gerade sagen, die Zeit schreitet fort. Wir sind schon wieder total in Diskussionen hier unterwegs und die könnten stundenlang gehen. Stefan, willst du noch mal gucken, was ich würde mal an gucken, der Sushi-Front was der liebe passiert? Boris hinter uns fabriziert. Es riecht nämlich schon irgendwie ganz fantastisch. Ich weiß nicht, was du hier tust. Jetzt kommt der Bremsenbrenner. Boris, was geht ab? Ich habe das halbe Brett schon voll. Sehr schön. So. Das werden wir gleich noch vertilgen. Jetzt wird hier irgendwas angeflammt. Genau, das war jetzt der Moment mit dem Bunsenbrenner, Marco. Na, warte, ich halte den mal fest hier. Ja. Und das nennt man dann Flamed Sushi, oder wie nennt man das? Flamed Nigiri, ne? Flamed Nigiri mit, was ist das oben drauf? Das Beef. Ist Beef. Das ist Beef. Deutsches Rindfleisch, handmassiert aus Hamburger Wiesen. Aus Wackendorf. Aus Wackendorf. Also tatsächlich nachhaltige Sushi, also der heiße Tipp für alle anderen. Es muss nichts geflogen werden. Es gibt alles ganz lecker hier auch in Deutschland. Das sieht ziemlich gut aus. Ja, es funktioniert. Aha. Sehr gut. Wir werden uns das gleich nochmal näher betrachten. Ich habe auf jeden Fall schon viel gelernt. Ich merke, dass ich an allen Varianten, wie man Essen anrichtet, auf jeden Fall noch arbeiten muss. Aber vielleicht mache ich da einfach nochmal einen kleinen Kurs bei dem lieben Boris. Bevor ich das vergesse im Übrigen, wir haben immer noch, das ist leider sehr tragisch, keinen Namen für diesen kleinen Kerl, für unser kleines Maskottchen, was sich mittlerweile etabliert hat. Carsten kann ja in Indien vielleicht nochmal gucken, ob es einen guten Namen gibt. Und es gibt ja übrigens, Carsten, die Theorie, dass sich Hund und Herrchen im Laufe der Zeit. Für den Hund. Dass Hund und Herrchen sich im Laufe der Zeit immer mehr aneinander angleichen. Oh nein. Wer ist das Herrchen? Das lassen wir an dieser Stelle, denke ich, offen. Oder hier ein Zuschauervoting im Chat. Ja, also wer noch eine gute Idee hat für den Namen für diesen wunderbaren Hund, ist herzlich eingeladen, das in den Chat reinzustellen, bei LinkedIn reinzustellen oder uns als persönliche Nachricht zukommen zu lassen. Und Carsten nascht auch schon Sushi, sehe ich. Ja, Tatsache. In Indien. Ja, ich wollte gerade sagen, lass mal schauen, was er da hat. Nicht das Boris. Ja, das ist natürlich also kein Vergleich, Carsten. Auch gar nicht so schön angerichtet wie hier. Aber Rishikesh ist ja ein spiritueller Ort und damit sehr stark vegetarisch, also eigentlich auch schließlich. Und damit ist auch das Sushi tatsächlich auch vegan mit Avocado und Tofu. Und das lasse ich mir nachher und habe mir das natürlich schon ein bisschen zwischendurch schmecken lassen. Vielleicht also was mich interessieren würde, an Dana und Marco, blickt ja auf unterschiedliche Felder der Logistik. Dana würde ich jetzt mal sehr stark Richtung Transportation mal, ich hoffe, ich tue ihr nicht Unrecht, mal sehen und Marco eher im Bereich Automatisierung, Robotik, Intralogistik. Wo seht ihr denn in euren Bereichen oder seht ihr generell noch große Effizienzsteigerungsfelder, wo Innovationen wirklich Sinn machen? Ja, wo sehen wir sie nicht, oder? Wo sehen wir sie nicht in der Logistik? Ja, also ich glaube, in der Logistik gibt es tatsächlich viele Einsatzfelder, oder? Willst du starten? Super gerne. Alles, was ich im Bereich sehe, Software, letzte Meile, da gibt es einfach noch so viel Potenzial. Ich glaube, alles, was so ein bisschen Automatisierung, jetzt vielleicht nicht unbedingt Hardware, sondern Software und datengetrieben ist, ist einfach ein riesiges Potenzial. Ja, ich war jetzt gerade auf einer Konferenz, Thema digitaler Zwilling, Thema AI, dann Thema Gen-AI. Ich glaube, da gibt es so viel Potenzial durch alle Geschäftsfelder und da trauen wir uns noch nicht genug. Ja, also ich glaube, wir kennen jetzt alle den Fall von den Carriern, die jetzt irgendwie ihren Kundenservice mit ChatGPT oder irgendeiner anderen AI-Applikation versehen haben, in der Hoffnung, dass sie da was einsparen. Ich meine, wenn man sich Klarna anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, die haben einfach ihren ganzen Kundenservice ersetzen können und der NPS-Score ist besser als vorher. Das geht also, müssen wir jetzt vielleicht in der Logistik noch ein bisschen lernen. Da gab es, glaube ich, einiges an Vorteilen. Das ganze Thema Planung, ja, also wirklich alles
Von der Routenplanung bis zur Kundenerfahrung, bis zur Datenanalyse. Ich glaube, wie viele Kunden und Carrier Probleme mit ihren Invoices haben, die zum Teil manuell erstellt werden und die als PDF zugeschickt werden. Da können wir jetzt mit Large Language Models sehr schnell und sehr effizient eine Lösung finden. Also es gibt wirklich so viele Bereiche, wo viel zu machen ist. Aber es gibt natürlich auch die Herausforderung, dass die Industrie oft auch noch nicht ready dafür ist, gerade auf der Datenseite. Aber was siehst du so? Ja, um da mal anzuknüpfen bei dem ganzen Thema AI, da sehe ich vor allem auch das Einfließen in den Robotics-Bereich. Ja, das ist natürlich jetzt auf der Hardware-Seite das, was uns beschäftigt. Ja, also ich glaube, überall bei jeder Robotics-Company wird AI integriert und da werden die Algorithmen und die Roboter besser mit jedem Flash sozusagen oder mit jedem, jedem Mal, wo ich die Software erneuere. Und das mache ich ja over the air sozusagen. Ja. Also es ist schon ein bisschen das, was man so von Tesla und von den Automobilisten dann gelernt hat, sozusagen die Funktionalität für den Kunden wirklich, ja, so nach dem Motto, hier hätte man jetzt eine andere Analyse des Lagers, ja, und du sparst dir 50% oder 50 Lagerplätze und sparst dir so und so viel Zeit am Tag, wenn du die und die Umstellung machst. Ja? Willst du die machen? Ja, bumm, ja, passt. Mhm. Und ich hab eingespart an der Stelle. Die Roboter schneller zu machen dann mit jedem Zyklus, ja? Ohne die Hardware eigentlich dann zu verändern. Ja? Das wird auf verschiedenste Robotertypen in der Logistik bis hin zu, ich spreche jetzt von ganzen Staplern, ganzen Routenzügen, die durch die Logistik fahren. Ja, ich sage mal fahren schon, ja, bei vielen Firmen. Natürlich vor allem auch getrieben schon von den großen OEMs und DHL und die großen halt. Aber das wird ja überall durch diese Entwicklung und auch das Thema Programmierung letztendlich wird ja immer einfacher werden. Ja, da freue ich mich ja schon richtig drauf, wenn du im Grunde, wenn jeder programmieren kann. Ja? Hat gerade der Nvidia-CEO auch gesagt. Er glaubt nicht, dass wir mehr Programmierer brauchen, weil es wird einfach durch AI wird jeder programmieren können. Und es funktioniert tatsächlich. Ich habe jetzt mit meinem Sohn Java, der musste Java an der Uni lernen. Ich habe gesagt, okay, da lerne ich mit. Ja? Das ist, interessiert mich auch. Und habe es dann tatsächlich ausprobiert in ChatGPT, ja, die Übungsaufgaben sozusagen eins zu eins reingegeben, vielleicht noch nicht aufs erste Mal und du musst noch ein bisschen verstehen, was der da macht und was der tut, aber ich glaube, das ist jetzt noch. Ja. Also das, wenn man sich das vorstellt, dann wird die Verknüpfung, und das ist auch so einer meiner großen Thesen, dass wir sollten jetzt nicht nur auf jede Innovation einzeln schauen, ja, im Tracking-Bereich, im Robotics-Bereich, AR, VR, sonstiges, sondern wir sollten auf die Integration schauen, die Converging Technologies. Ja. Was ergibt sich, wenn ich das Ganze vernetze, wenn ich das Lieferdatum da schon bekomme durch den Tracker, der da irgendwie dabei ist und dann kriege ich das hier schon in der AR-Brille eingeblendet und der Roboter weiß schon Bescheid, ja, und so weiter. Ja. Also das wird dann, glaube ich, richtig spannend in der Logistik. Ja. Ich muss eine Zwischenfrage stellen, Carsten, wenn du erlaubst. Die brennt mir unter den Nägeln, weil mir geht das immer so, ich höre ja auch, beschäftige mich relativ viel damit, ich höre viele Podcasts, ich lese relativ viel dazu. Ich habe immer den Eindruck, es gibt so viele technologische Möglichkeiten, aber in meinem beruflichen Alltag, wo ja auch wir beide extrem viel in Lägern unterwegs sind, also in klassischen Logistikcentern, dann sind wir doch einfach mit super konventioneller Technik unterwegs und eines der wichtigsten Tools ist nach wie vor Excel. Ja? Ich bin da immer so enttäuscht und frage mich immer, wieso kriegen wir es nicht schneller hin? Weil die Vorteile technologisch und auch vom Use Case und Business Case liegen ja total auf der Hand. Ich glaube, einen der Gründe haben wir gerade gestriffen, weil heute der Bottleneck ist, die paar Leute, die sich wirklich gut mit IT auskennen und die, denen du sagen kannst, hey, kannst du den Scanner da mal schnell vernetzen? Ja? Das kann nur der Herbert, der hat das, der checkt das da, wie das da in den Tiefen der Software funktioniert. Ja. Das brauchen wir gar nicht mehr. Ja. Wir haben heute schon Scanner vernetzt ohne Programmierung.
einfach so, ja? Einfach mit ChatGPT ja. sozusagen. Ja. Ja. Und wenn das gelöst ist, also wenn das immer mehr kommt, Stefan, dann glaube ich, sind wir an dem Punkt, dass du ziemlich schnell so Umstellungen machen kannst. Ja? Ich freue mich und drauf. Ich meine, Sam Altman hat ja schon ausgerufen, sie warten gerade im Silicon Valley sozusagen auf die erste One-Person-Unicorn, ja, die entsteht, ja, weil es einer alleine macht. Ja. Ich bin gespannt. Und vielleicht auch dazu, was wir jetzt sehen, ich sehe das mit den Excel-Tabellen auch und manchmal denke ich mir, die haben die extra so kompliziert gebaut, damit es nur der eine Mensch bedienen kann. auch eine gute These. Ja. Aber ich glaube, und das, ja, das ist halt... Man muss schon zugeben, ich meine, das kann jetzt wirklich jeder. Also ja. wenn mir jetzt noch einer sagt, er kann das komplizierte Excel-Formel da nicht hinpacken, dann hat er wirklich die letzte Nachricht hinter verpasst. Von daher wenigstens das können Sie jetzt alle. Ja. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass unsere Diskussion über Innovation, über Technik sehr weit der Realität in den Unternehmen vorangeschritten ist. Ne? Ja. Also ihr habt das jetzt gerade erwähnt mit Excel, aber vor allem halt, dass es vielleicht gar nicht mal das Problem ist, innovative Lösungen zu finden im Unternehmen, sondern sie dann wirklich auch live zu bekommen, weil ich dann wieder mit ganz vielen Legacy-Themen konfrontiert bin. Die es halt dann wirklich schwierig oder unmöglich machen. Und dazu vielleicht noch eine Studie. PwC hat analysiert oder nach einer Befragung festgestellt, dass 80% der Investitionen in Supply Chain Innovationen ihren ROI nicht liefern. Glaubt ihr, dass das realistisch ist? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich glaube, das Problem mit dem ROI ist, dass wenn du das erste Mal kalkulierst, dann muss das so gut aussehen auf dieser Präsentation, damit das Board sagt, jawohl, das machen wir jetzt, dass die wenigstens schaffen, genau die diese... Philharmonie. Wie bitte? Wie die Elbphilharmonie, die, glaube ich, irgendwie ein Zehntel kosten sollte. Gut, oder der Berliner hier. Flughafen. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele dafür, wo das unterschätzt wird. Und genau, also ich glaube, man muss halt dann noch gucken, was ist wirklich realistisch und wie langen Atem ist man ready to invest, ne? Und so ein bisschen das S-Kurvenmodell der Innovation, ja? Also es gibt halt erstmal sozusagen diese Schrittmacher-Technologie, da gibt es noch keinen Markt für, das dauert alles Ewigkeiten. Und dann hast du halt irgendwie die nächsten Phasen, in denen du halt dann Schlüsseltechnologie hast, die dann wirklich den Benefit haben und dir das convertet und du dann am Ende das als etablierte Technologie hast. Also ich glaube, die Foresight müssen die Unternehmen halt haben. Und das heißt halt dann auch, wenn du in der ersten Phase bist, dass der ROI halt nicht, auch wenn das auf einer Slide gut aussieht, schon in 2 Jahren da ist. Das zweite Thema, auch so ein bisschen das, was du schon gesagt hast, ist, glaube ich, das Thema Daten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es im Warenlager nicht vorangeht. Das Thema der Integration dieser Technologien und die Minimalintegration ist halt erstmal, selbst wenn die alle nicht miteinander können, weil so wurden die nicht gebaut, vielleicht auch absichtlich nicht, dann wäre es ja super, wenn die wenigstens das, was sie haben, sozusagen einmal nach unten geben könnten, damit es eine zentrale Datenbasis gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Schritt, das ist so ein bisschen so no regret und die Investition, die muss halt gemacht werden, um alles andere zu enablen. Mhm. Und da sehe ich einfach viele, die dann mit ihren Providern reden und sagen, wir hätten jetzt gerne, dass der Scanner mit diesem neuen AI-Tool integriert. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, was die brauchen, ist, dass jeder seine Daten sozusagen in eine gemeinsame Cloud gibt und meinetwegen auch für das Unternehmen alleine, bestenfalls einigen sich alle darauf, die Daten auch zu teilen. Aber das ist der erste Schritt für nachhaltige Innovation in allen Bereichen, denen viele eben noch nicht gegangen sind. Also ich kann die Zahl 80% der Innovationen kosten mich erstmal Geld, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Vielleicht hätte ich sogar ein bisschen höher geschätzt. Aber gut, dass man mal eine Zahl dazu hat. Sie erreichen nicht den damals geplanten ROI. Okay. Also Sie erreichen nicht den damals geplanten ROI. Da ist halt die Frage, wie lang ist dieser Zeitraum? Ja, weil was ich sofort glaube, ist, dass wenn du eine Innovation erstmal einführst, dass du erstmal mehr Aufwand hast, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, du musst erstmal was Neues einführen, ja? Du musst deinen Prozess vielleicht ändern und so weiter. Du musst schon auch den Weitblick haben als Unternehmer, ja? Dass du sagst, okay, aber wenn ich das skaliere, oder wenn das jetzt nochmal die Lösung nochmal
ein bisschen günstiger wird danach durch die Skalierung. Oder wenn dieses oder jenes passiert, Moment, dann bin ich ja ganz vorne mit dabei. Und ich würde eher mal die Frage in den Raum werfen, was ist denn die Alternative? Was ist denn, wenn ich nicht Innovationen einsetze in der Logistik, in meiner Fertigung heute? Ja? Also das ist für mich eher die kritische Frage, die dann auf einen zukommt. Und das Zweite, was ich noch einwerfen will, ist, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr auch bei den OEMs und so unterwegs seid, aber da siehst du natürlich schon ein ganz anderes Level an Innovation. Ja? Und das, was wir damals geplant haben, ja, und diese Rollouts und so weiter, also da geht schon richtig ab sozusagen. Ja? Und natürlich ist vielfach im Mittelstand, bist du da vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene. Ja? Und da müssen wir uns auch darauf einstellen, Innovationen auch einfacher zu gestalten. Ja? Mein Ziel war immer von so einem AMR sozusagen, so einem Autonomous Mobile Robot, der soll eigentlich in 5 Minuten betriebsbereit sein, ja, war so immer meine Vision, meine Vorgabe. So wie du dein Handy ja auch hier ins WLAN machst du mittlerweile mit QR-Code, ja. Da ist ja nichts mehr dabei, ja. Und so muss das da halt auch irgendwann funktionieren. Ja. Da kommt man mittlerweile schon echt nah hin, ja. Vielleicht noch nicht 5 Minuten, aber irgendwie 15 oder eine halbe Stunde, aber das funktioniert schon. Und dann bist du natürlich da, dass die Welle überschwappt in den Mittelstand, ja, und dass dann Adaption auch schneller und weiter voranschreitet. Ja, das glaub ich sofort. Ne? Also ich meine, wir sind ja, oder ich vor allen Dingen ja auch im Beratungsgeschäft, bin viel im Handelsumfeld unterwegs, und es ist natürlich schon so, dass man das, ich sag mal, das, was jetzt im OEM-Bereich vielleicht vor 15 Jahren stattgefunden hat, hat jetzt dann die Handelsbranche dann vielleicht auch erst in den letzten 5-6 Jahren dann irgendwie erreicht. Ne? Und das hat natürlich immer was damit zu tun, zum einen Risikobereitschaft, zum anderen aber natürlich auch Investitionsvolumen, was überhaupt erstmal zur Verfügung steht, wenn ich in dem Mittelstand unterwegs bin. Und aber auch dann immer vielleicht auch stärker, als du es jetzt auch aus der BMW-Zeit kennst, aus einem Eigeninteresse heraus vielleicht was in einer Nicht-Kernkompetenz zu entwickeln. Das ist, glaube ich, in diesem Handelsumfeld ein bisschen weniger ausgeprägt gewesen, und das kommt auch erst dann, wenn man feststellt, dieses Drag and Drop funktioniert und das hat eine gewisse Marktreife. Ne? Also das ist halt einfach so. Wird euch wahrscheinlich genauso gegangen sein. Ihr werdet wahrscheinlich in euren Cases auf eurer Seite, Dana, wahrscheinlich auch erst in Anführungszeichen große Pilotkunden gehabt haben, die vielleicht auch bereit waren, mit euch einen Entwicklungsschritt auch einfach mal zu gehen, anstatt jetzt irgendwie 10 kleine, die gesagt haben, wir machen so ein bisschen Jugendforscht. Ne? Und das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Ich glaube, Carsten hatte noch was. Ja. Ja, ich habe eine ganz entscheidende Frage, weil ich glaube, wir nähern uns etwas dem Ende. Wir sind ja später angefangen. Nichtsdestotrotz. Was natürlich immer sehr, sehr interessant ist, was sind denn aus eurer Sicht die nächsten großen Dinger, die kommen? Weil am Ende ist mein Verständnis, dass viel Technologisches jetzt natürlich nicht für die Logistik-Supply-Chain-Industrie entwickelt wird, sondern es entstehen neue Technologien, neue Lösungen in ganz anderen Branchen. Und schaut man halt, können die adaptiert werden für Logistik-Supply-Chain-Anwendungen und bringen sie dort einen Benefit. Das heißt, theoretisch gibt es ja vielleicht sogar Technologien, die langsam schon entstehen und wo ihr denkt, seht, das könnte weitere Effizienzsteigerungen in der Logistik bringen. Mhm. Welche Technologien, welche Lösungen seht ihr da? Weil jetzt alle auf mich schauen. Ich sehe bei zwei Sachen einfach den größten Impact. Der größte Impact ist für mich zum einen Teil in der Robotik, weil ich da wirklich unmittelbaren Einfluss auf die Wirksamkeit habe und damit auf die Lohnkosten, auf das Thema gar nicht mehr irgendwie. Ich kriege die Mitarbeiter gar nicht mehr in der Logistik. Ja? Also was soll ich machen? Ich muss automatisieren. Ja. Und hier vor allem der Aspekt, immer einfacher, immer mehr Low-Cost, immer niedrigere Einstiegshürden, immer schneller in der Einführung. Ja. Also nicht mehr ein Innovationsprojekt und ich bin dann in 1,5 Jahren mal bei der Einführung, nee, sondern in 1,5 Monaten läuft das erste
Teil, ja, der erste EMA, das erste neue Storage oder sonst irgendwas. Ja. Ich möchte einfach noch viel mehr sehen, wo es in so einfache Lösungen geht, in der Robotik. Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich, was ich sehe, aber da würde ich dann schon an dich übergeben, ist tatsächlich das Thema Transparenz. Ja. Vieles andere, ich habe ja anfangs, weil ihr ja gefragt hattet, was ist denn das Neueste, was ich gesehen habe mit den humanoiden Robotern. Das ist schön, aber denkt doch jetzt nicht, dass das irgendwie in 2 Jahren beim Mittelstand kommt. Ja. Ja. Jetzt bin ich ja echt, ich sag mal, auf der schnellen Zeitschiene unterwegs im Sinne von meinen Einschätzungen für die Innovationen, auch in der Logistik. Aber da würde ich jetzt sagen, da redet man im Bereich Dekade, ja, und Dekade und mehr. Aber die Sachen, die jetzt bei den OEM skaliert werden, die einfach im Mittelstand übertragen. Ja? Und dann kriege ich sogar noch Förderung, gibt sogar eine BAFA-Mittelstandsförderung für Beratung, kennt ihr vielleicht auch. Der Mittelstand kann das nutzen. Ja? Ganz schwieriges Thema. Der kriegt 50 bis 80%, je nach Standort, gefördert für so eine Innovationsberatung. Ja? Also da sehe ich unglaubliche Chancen in der Skalierung. Und das Thema Transparenz, da sehe ich den zweiten großen Hebel, weil daraus besteht ja Logistik. Du hattest vorhin so schön gesagt, ja, wenn wir alle wüssten, wo ist unser Paket jetzt genau, wird immer besser, ja, und sieht man jetzt auch immer besser. Aber da die Verkettung, da sehe ich auch Riesenchancen. Ja, ich glaube, da gibt es so viele Themen. Wahrscheinlich wäre das nochmal ein komplett neuer Sushi-Abend. aber ja, ähnlich zu dem, was du gesagt hast. Ja, also ich glaube, das ganze Potenzial von AI, insbesondere Gen-AI, Large Language Models, die Tatsache, dass man nicht mehr coden muss, die ganze Industrie verändert sich. Und die Frage ist, ob sozusagen die Logistik ein Early Adopter oder ein Late Adopter ist. Aber jetzt geht es eben nicht mehr nur darum, sozusagen das Argument, oh, wir haben nicht die richtigen Skills, ehrlich gesagt braucht man die halt jetzt nicht mehr. Du brauchst genug Neugier und genug Adaptionsbereitschaft, Thema Regulations, ja, was ist denn jetzt mit den ganzen Applikationen? Dann das Thema Datensicherheit, ich glaube, da sind wir in Europa sehr weit, stehen uns aber zum Teil auch ein bisschen selbst im Weg. Das Thema Kollaboration, ich glaube, ganz viele versuchen, ihren Weg zur Innovation alleine zu finden, oder vielleicht mit einem Startup oder was zu kaufen, aber was ist denn mit den großen Playern? Wo haben die denn quasi die Foren, um zusammenzukommen und wirklich sich auszutauschen über das, was sie haben? Oder, und das ist eigentlich der Schritt, den es geben muss, ihre Daten auszutauschen, wenigstens anonymisiert. Mhm. Weil wenn wir das alle mal machen würden, dann wäre die ganze Industrie schon ein extrem großes Stück weiter. Vielleicht noch ein ganz anderes Thema, da haben wir heute nicht viel drüber gesprochen, vielleicht debattierbar, ob es jetzt Innovation ist, aber ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit steht einfach so hoch auf der Tagesordnung, vor allem wieder für den Endkonsumenten. Problem ist, der ist noch nicht bereit, dafür zu zahlen. Da müssen wir das, glaube ich, irgendwie und in anderen Ländern sieht man, dass sie das schon gamifyen und sozusagen Incentive-Strukturen schaffen, um das zu machen. Aber ich glaube, das ist eins der großen nächsten Themen, gerade auch auf der letzten Meile, gerade mit den Innovationen, die wir haben im Thema AI und Daten, wo wir noch sehr, sehr, sehr viel weiter nach vorne gehen können. Alleine sowas wie Utilizations. Warum ist denn der E-Scooter oder wer auch immer, warum ist er denn leer auf seiner Rückfahrt, wenn alle Leute ihre Pakete routinieren? Warum muss ich dann ein Paket zu Hause bekommen, aber beim Parcel-Shop das Ding wieder abgeben, damit er dann nochmal eine andere Route macht? Ich glaube, da gibt es so viele Utilization-Opportunities mit den Daten, die wir haben. Da sind wir noch ganz am Anfang. Ich hätte noch eine Frage dazu tatsächlich, weil würdet ihr denn sagen, dass so viele Innovationen der letzten vielleicht 3, 4, 5 Jahre, wo wir vielleicht auch gedacht haben, das wird es, das werden wir in der Fläche, im großen Maßstab sehen. Also mal als Beispiel Virtual Reality im Lagerbetrieb. Der Kommissionierer hat kein MDE-Gerät mehr, kein Scanner mehr, sondern der wird mit seiner Datenbrille zu dem richtigen Platz geführt. Da wird eingeblendet, dass er jetzt 3 Stück picken soll. Sind die eigentlich, haben die sich deshalb nicht durchgesetzt? Ich hätte fast gesagt verreckt. Also haben die sich deshalb nicht durchgesetzt, weil die Implementierbarkeit eben nicht so simpel war,
wie es eigentlich sein muss, damit sich sowas flächendeckend durchsetzt? Oder ist es am Invest gescheitert? Oder habt ihr da eine Meinung dazu? Ja, habe ich eine Meinung. Ich glaube, dass ganz oft die Low-Hanging-Fruits noch gar nicht gegriffen werden. Ja? Warum soll ich da schon mit einer AR-Brille im Lager anfangen? Ja? Wir haben das Thema sehr untersucht bei BMW und ich bin da ein großer Fan davon, weil du eigentlich visuell pickst, sage ich mal, und du dir die Installation an den Regalen sparst. Ja? Hands-free. Genau, hands-free, ja. Alles super. Dann war lange Zeit immer das Thema, die Brille ist doch noch ein bisschen klobig. Ja? Da kommen wir jetzt in Bereiche, das ist eigentlich nicht mehr von euren Brillen zu unterscheiden. Ja? Vor allem von deiner nicht. an der Stelle, aber warum? Es gibt Handscanner, ja? Auch hands-free. Mhm. Ja, es gibt sogar zwei Firmen in München, ja? ProGlove und Nimster. Und da pickst du genauso. Und das ist ein 70% Approach, ja? Und ist viel einfacher und geht sofort. Ja? Mhm. Also warum noch warten auf die nächste Generation erstmal? Mhm. Und ich glaube, das gibt's, habe es nur ausgeführt, weil ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Ja? Warum soll ich jetzt schon auf eine Blockchain gehen, wenn ich erstmal, es geht erstmal um die Daten überhaupt rauszurücken, ja? Und irgendwo gemeinsam zur Verfügung zu stellen. Und genauso kannst du es wahrscheinlich bei vielen Sachen, ist es immer so dieser Punkt, es gibt eigentlich eine Stufe einfacher und die haben wir noch nicht mal getackelt. Ja. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum ist die nicht getackelt? Ja? Gut, ist ja aber so, Dana hat es ja gesagt, ne? Deswegen, da bin ich völlig dabei. Also wenn es um Transparenz geht, dann kann man sich natürlich darüber unterhalten, okay, wie kriege ich durch Blockchain sozusagen noch mehr detaillierte Informationen? Aber ich teile ja die ich heute habe, schon nicht. Ne? Nee, so, das heißt, den Schritt müssen wir, die Lücke muss vielleicht auch erstmal geschlossen werden. Ne? Und wenn wir zurückschauen, ich glaube, wir haben immer einen zeitlichen Aspekt. On the long run ist es eigentlich fast nie so, dass Innovationen ganz verschwinden, sondern es dauert halt einfach alles länger. Ja? Schauen wir das autonome Fahren bei den Autos an. Ja? Ja, da haben wir irgendwann gedacht, ja, nein, in 2 Jahren kommt es und so. Ja, dauert doch alles länger, selbst bei Elon. Ja? Aber das wird kommen, ja, da bin ich 100% überzeugt, aber es dauert halt einfach seine Zeit. Ja? Und es wird auch in Schritten kommen. Und vorhin hat man mal gesagt, Step by Step. Ja? Das ist alles eine Umsetzung, die einfach Schritt für Schritt geht. Ja, vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu von meiner Seite. Ich glaube, diese Phasen, wo alles auch länger dauert und man sich leisten kann, das erstmal abzuwarten. Ja, also ich glaube, viel von den Innovationen, okay, machen wir jetzt mal ein Steering Committee und ein Business Case und dann entscheiden wir uns für eine Lösung und die testen wir. Wenn wir daran denken, was alle gesagt haben vor 2 Jahren zum Thema AI und wie schnell das vorangeschritten ist, gucken wir uns Sora an und alle anderen Applikationen. Ich glaube, keine Industrie kann es sich mehr leisten, abzuwarten und sollte sich es aber auch nicht leisten, all in zu gehen, gerade wenn es viel Kapitalinvestment braucht, sondern die Frage ist, was ist ein neuer agiler Approach, nicht nur für Corporates, sondern auch für Startups, sehr schnell neue Technologie auszuprobieren, die immer mehr accessible wird und dann aber sich nicht 100% auf was zu committen, gerade in so einem Asset-Heavy-Bereich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding outdated ist in der aktuellen Technologieentwicklung, ist extrem hoch. Und ich glaube, da muss es einfach ein ganz neues Gedankenmodell geben, bei vielen, die mit Innovation umgehen. Aber das heißt ja wahrscheinlich stepwise, also schrittweise Prototyping. Und wenn ich dich richtig verstehe, weil du es vorhin gesagt hast, am besten kollaborativ, idealerweise in Partnerschaften, um genau sowas machen zu können. Ja? Richtig, und dann fail fast. Also schnell ausprobieren fast, ja. Und schnell wieder ablegen und zum nächsten aber diese Readiness zu haben. Genau. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, glaube ich, richtig fast. Und ist ja auch schon lange gültig, weil früher hat man gesagt, don't ride a dead horse. Stimmt. Ja, ich glaube, wir haben noch ein Element, das ist das Ergebnis von Boris Arbeit. Ja, so mal, wir können ja mal gucken gehen. Wir gehen jetzt aber zusammen mal gucken. Achtung, also, wir gehen den Brenner. Carsten, halt dich fest, wir nehmen dich mit. Ja. Bunsenbrenner läuft schon. Heute beim bunten Sushi und Tandoori-Abend. Ah, jetzt bin ich wieder da.
So, Boris, das sieht ziemlich gut aus. Du musst jetzt im Schnelldurchgang noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt was ist. Weil wir haben das zwar die ganze Zeit bemerkt und gerochen vor allen Dingen, aber wir haben keinen Schimmer, was du überhaupt im Ergebnis gemacht hast. Ich auch nicht. Sehr gut. Kann mich nicht mehr erinnern. Aber es ist cool auf jeden Fall. Also es gibt zumindest was mit Fleisch, mit Fisch habe ich gesehen, was Vegetarisches. Ja, was Vegetarisches. Was ist das Schwarze? Das Schwarze sind schwarze Nüsse. Ah, gut. Wow. Was sind denn schwarze Nüsse? Ich bin raus. Ich werde das jetzt einfach gleich alles probieren und dann fermentierte, unreife Walnüsse sind das. Oh mein Gott. Das klingt wild. Auch Innovation. Das fermentierte, auch unreife Walnüsse. Ne? Ah, okay. Sehr schön, das werden wir auf jeden Fall gleich mal genießen. Wir fragen aber vorher noch mal den Carsten, kommst du eigentlich aus Indien noch wieder oder bleibst du jetzt da? Nein, ich komme, wenn ich darf. Auf jeden Fall. Also, wir halten an dieser Stelle, wie schon die letzten Male und die letzten Jahre fest. Das kann eine Frage von Tagen sein. Okay. Sehr gut. Also, wir halten an dieser Stelle auf jeden Fall genauso wie die letzten Jahre fest. Wir werden versuchen, nochmal alle bei einem Sushi Bowl in Präsenz da zu sein. Das ist ja irgendwie offenbar gar nicht so einfach, wenn man sowas organisiert. Diesmal hat es nicht geklappt, das macht aber nichts. Jetzt war Carsten aber ja trotzdem zugeschaltet aus Indien. Ich bin begeistert, dass das so geklappt hat. Ich hoffe, es hat allen sehr, sehr gut gefallen. Bedanke mich beim ganzen Team erstmal von Red Pinata, von Studio One, in dem wir jetzt hier sind und allen, die mitgewirkt haben, bei Boris natürlich auf jeden Fall. Dich loben wir natürlich gleich im Anschluss nochmal kräftig. Und bevor wir das vergessen, wie beim letzten Mal, hat der Andreas jetzt natürlich daran gedacht, dass wir noch wir kleine Aufmerksamkeiten für unsere Gäste haben. Neben dem leckeren Essen. Wir bedanken uns bei unseren Gästen. Das heißt, Dana, wir haben für dich ein kleines Präsent, was du mitnehmen kannst. Und auch für dich, Marco. Danke. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns über Innovation gesprochen habt. Wir haben gemerkt, ihr kennt euch aus. Sehr gerne. Absolut. Danke. Wir werden das nochmal weiterführen. Ganz lieben Dank für die Zeit und an alle, die zugeschaut haben, ganz viel Spaß und vor allen Dingen beste Grüße nach Indien und wir freuen uns drauf, dich ganz bald wiederzusehen in Livecasten. Okay. Macht's gut. Dito. Ciao. Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Tschüss aus Hamburg. Ganz liebe Grüße.